Hallo und herzlich willkommen im Vorgarten zum wunderschönen Thema Schweizer Taschenmesser. Schweizer Taschenmesser sind deswegen so ein besonders schönes Thema innerhalb der Messer, dass ich glaube für jeden klar sein sollte, dass es sich hierbei um Multifunktionswerkzeuge und in keinster Weise um Waffen handelt. Ein Stein kann auch eine Waffe sein, selbstverständlich kann so ein Ding dementsprechend auch als Waffe verwendet werden. Das kann auch eine Faust, ein Autoreifen, ein Stock, so ziemlich jeder Gegenstand, den man hochheben kann, der ein bisschen Gewicht hat und den man dann auf jemanden draufhauen kann, zur Not, kann eine Waffe sein. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, innerhalb der Messer, die man so täglich mit sich herumtragen kann, ist so das Schweizer Taschenmesser mit das harmloseste und damit auch das sympathischste für Mitmenschen. Also wenn jemand ein Schweizer Taschenmesser im Hosensack hat, dann würde ich auf keinen Fall, ich weiß nicht, ob das bei anderen Menschen anders ist, aber ich würde auf keinen Fall davon ausgehen, dass das jetzt dazu gedacht ist, irgendwie Angst und Schrecken oder gar Straftaten zu verbreiten. So, also das nun mal vorweg, weil es da immer mal wieder so ein paar kleine Nachfragen gibt. So, zweitens ist dieses Video jetzt deswegen entstanden oder wird gerade entstehen, weil ich drehe es ja noch, weil tatsächlich sehr viele von euch genau daran Interesse hatten. Ich habe sowas in die Richtung, meine ich mich grob zu erinnern, irgendwann mal vor ein paar Jahren, gar nicht mal so wenigen Jahren schon mal gemacht. Ich denke, in Anbetracht der ins Land gegangenen Zeit und auch durchaus meiner sich teilweise etwas verändert habenden Meinung zu verschiedenen Funktionen verschiedener dieser Geräte hier, darf man da vielleicht nochmal drüber reden. Und außerdem haben sich es, wie gesagt, ziemlich viele von euch gewünscht. Also für meine Verhältnisse, meinem relativ kleinen Kanal mit nicht überaus ausartenden Kommentaren war der Wunsch schon relativ deutlich. Ja, und dem komme ich gerne nach, weil das ist für mich nur sehr wenig Arbeit. Das Einzige, was ich jetzt vorbereiten musste, war noch mal kurz ein bisschen hin und her pendeln mit dem Zug und mit dem Fahrrad, um sämtliche meiner Messer von sämtlichen meiner Orte, wo ich Messer aufbewahre, zusammenzutragen. Und das war es auch schon. Jetzt musste ich sie hier noch alle schön dekorativ auffalten und hoffen, dass ich keinen Ärger kriege wegen diverser winziger Löcher in unserem Tisch hier. und ja, ich melde mich dann freiwillig bei Tisch abschleifen und neu lackieren, falls das dann irgendwann mal notwendig sein sollte. So viel zum allgemeinen Vorgeplänkel. Thema, ja, was können die jeweils, was gibt es da für Unterschiede, bisschen Messerhistorie. Nach dem, was ich so aus denjenigen, von denjenigen rausgelesen habe, die sich dieses Thema gewünscht haben, darf ich also ruhig ein bisschen ins Schwafeln kommen. Und das werde ich auch tun. Und wer kein Schwafeln haben möchte, der sei an dieser Stelle spätestens gewarnt. Weiß sowieso nicht, was der hier tut. Und das wird passieren. Also dürft ihr gerne auch gleich wieder die Fliege machen, wenn ihr euch dann hinterher beschweren wollt, dass es zu viel Geschwafel gewesen wäre. So, wir haben hier Schweizer Taschenmesser. Genau genommen fast nur, da sind zwei Trittbrettfahrer drunter, die so tun, als seien sie ein Schweizer Taschenmesser. Ihr hattet ja schon ein bisschen Zeit, euch das Ganze hier anzugucken. Vielleicht habt ihr schon eins entdeckt. Relativ offensichtlich ist das Leatherman da. Selbstverständlich kein Schweizer Taschenmesser, aber zumindest mal ein Multitool und gehört so über 17 Ecken vielleicht irgendwie in diesen Haufen, dass man zumindest mal auch drüber reden kann. Außerdem, das Ding hier ganz vorne, ganz außen, in schwarz, das ist ein Naturen Söhne Mark II, also das Taschenmesser, ich sage bewusst nicht Schweizer Taschenmesser, das ist nur das Taschenmesser, das die Naturensöhne rausgebracht haben. Das ist in Kombination mit Seven vs. Wild entstanden, weil sie was brauchten, was in die Flasche passt und Böker ihnen da wohl eine Kooperation, ich kann keine Details, angeboten hat. Und ja, das haben sie dann auch mal fröhlich vorgestellt und jemand war dankenswerterweise, dessen Namen, ich nenne ja grundsätzlich nicht Namen von Leuten, die mir was schenken, aber nochmal herzlichen Dank, mir ein solches Exemplar zukommen zu lassen und der Hoffnung, dass ich Freude dran habe. Diese Hoffnung bestätigt sich, habe ich Freude dran. Allein schon, weil, ja, wie man sieht, habe ich viel zu viele Messer, also mehr Messer, als man wirklich bräuchte. Jetzt werden einige sagen, man kann nie zu viele Messer haben. Ich habe einen gewissen Ruf als vernünftiger Mensch zu verlieren und werde euch deswegen nicht zustimmen bei dieser Aussage. Ja, und ansonsten halte ich einfach jetzt die Klappe, bevor ich irgendwas Falsches sage. Gut, und ja,
das ist so ein kleines bisschen eben, wie gesagt, für die zwei Außenseiter hier. Ansonsten können wir sagen, der ganze Rest sind sogenannte Schweizer Taschenmesser bzw. Schweizer Armeemesser bzw. Schweizer Offiziersmesser oder in Englisch Swiss Army Knife. Die Dinger haben per Definition gefälligst in der Schweiz hergestellt zu sein. Ja? Sonst sind es halt keine Swiss Army Knife bzw. keine Schweizer Taschenmesser, weil zumindest sind sich in Europa bisher alle einig gewesen, dass die Bezeichnung Schweizer Taschenmesser bedeuten muss, die Dinger sind aus der Schweiz, ne? Mit entsprechender Schweizer Präzision zusammengesetzt und 3 Stunden neben dem Huchechäschli gelegen in der Huche, Huchi, ja, und jemand hat Chäschürchli in besagter Huchi gegessen. Huche? Nee, Huchi schon, oder? Korrigiert mich. Und weil der hinterher nicht aufgeräumt hat, gab es ein gewaltiges Hüsi-Müsi. Oh Gott, das habe ich noch nie richtig hinbekommen. Also, das ist alles sehr wichtig im Herstellungsprozess von diesen Messern und wie gesagt, da sich ja diejenigen, die sich das gewünscht haben, offensichtlich Palaver haben wollen und sich sonst beschweren, dass ich wieder zu wenig erzählt habe und ihr offensichtlich abendelang nichts zu tun habt. Für diejenigen, die was zu tun haben, das ist hier völlig optional und von niemandem notwendig, das zu wissen. Deswegen guckt euch lieber irgendeinen Waldkrempel von mir an, da lernt ihr noch was Gescheites. Das hier ist bloß Hobbykäse. Ja, also wirklich im Grunde völlig egal, mal ganz ehrlich, das ist wie Fußball, interessiert keine Sau, bis auf diejenigen, die es interessiert. Im Fall von Fußball gehöre ich nicht dazu, im Fall von Schweizer Taschenmessern offensichtlich schon. So, und es war einmal im 19. Jahrhundert noch, ich glaube so 1890 rum, vielleicht 1880, irgend sowas um den Dreh, wer es genau wissen möchte, muss selber nachlesen, dass ich meine auch die Firma Victorinox, sollten es doch Wenger gewesen sein, schreibe ich euch das unten hin, zum ersten Mal ein Multifunktionswerkzeug erfunden hat, das aus einer einklappbaren Klinge und einer einklappbaren anderen Ding bestanden hat. Das andere Ding war meines Wissens irgendeine Kombination aus entweder Dosen- oder Flaschenöffner mit einem Schraubenzieher dran, also einem Schraubendreher-Gedönse und das war's. Das war das allererste Multifunktionsmesser, das in der Schweiz produziert wurde und damit das erste Schweizer Taschenmesser. Relativ bald darauf wurde noch um 1901, meine ich, zum ersten Mal das Soldatenmesser 08, das Schweizer Soldatenmesser 08 selbstverständlich, geordert. Und das hatte dann halt eben auch eine Klinge und noch irgendwie ein oder zwei, ich meine eine Ahle war schon dran, und noch irgendein Aufmachding für entweder Dosen oder Flaschen, irgendwie sowas in die Richtung, Zusatzwerkzeuge. Ja? Und das gab es halt für die Schweizer Armee, damit die Soldaten nach Möglichkeit ihre zu verrichtenden Aufgaben mit einem leichten und möglichst vielfältig einsetzbaren Werkzeug verrichten konnten. So. Und das Ding wurde nie nur an Offiziere ausgegeben und es gab zumindest zu der Zeit und auch soweit ich das recherchieren konnte, niemals irgendwann in der Schweizer Armee mal eine Offiziers-Only-Ausführung vom sogenannten Schweizer Offiziersmesser. Ja? Also jeder Soldat hat das wohl standardmäßig bekommen und alle dasselbe, völlig wurscht, ob die dann später mal Offizier geworden sind oder nicht. Kann natürlich sein, dass es mal irgendwelche, also es gibt theoretisch für Sammler, die von Messersammeln nichts verstanden haben, gibt es Menschen, die die Dinger in vergoldet mit Diamanten und Schwachsinn drauf haben wollen. Ja? Und mag sein, dass irgendein Schweizer Offizier irgendwann mal ein solches haben wollte oder sich ein solches selber hat herstellen lassen, also normales genommen und Diamanten reinsetzen, ich habe keinen Schimmer. Gut, Diamanten sind in Verbindung mit Messer natürlich sinnvoll, wenn sie als Schleifplatte dienen, aber ansonsten nicht so. Ja? Und ja, vielleicht mag es das mal gegeben haben, aber im Großen und Ganzen wurde das an die stinknormalen Soldaten ausgegeben. So, und das Lustige ist, dass die ersten Chargen dieser Messer zwar so irgendwie vom Vorläufer von Victorinox, erdacht worden, ja, also Konzept in Switzerland, made in Solingen.
weil die Schweiz hatte zu dem Zeitpunkt, als die auf die Idee kamen, dass so ein Messer sinnvoll wäre, schlicht und ergreifend noch gar nicht das Produktionsvolumen bzw. die Herstellungsmöglichkeit für viele, viele von diesen Messern. Und deswegen haben sie ziemlich viele eben in Solingen bestellt und dann erstmal in die Schweiz importiert. Und erst nach und nach hat die Schweizer Messermanufaktur an Kapazität aufgebaut, um eben selber größere Mengen von solchen Messern herzustellen. Und ich sag mal, zumindest in der Frühzeit des 20. Jahrhunderts musste also immer mal wieder ein bisschen zusätzlich aus dem Ausland importiert werden. Das Original Schweizer Messer war, also der Prototyp schon, aber die erste Massenfertigung noch nicht mal Swissmade. Das möchte ich an dieser Stelle nur mal kurz anmerken, da haben wir Deutschen uns eingemischt. Da müsst ihr jetzt leider mit leben, liebe Schweizer. Das, zumindest steht das so auf Wikipedia. Auf Hochdeutsch. Vielleicht ist es deswegen fake, weiß ich nicht. Aber Hochdeutsch schreiben könnt ihr ja auch, zumindest schreiben. Nee, alles ganz liebevoll gemeint, ist hoffentlich klar. Ja, jedenfalls kam dann mehr oder weniger parallel, ja, vielleicht ein kleines bisschen früher, wie gesagt, vielleicht ein kleines bisschen später, auch die Firma Wenger auf. Die Firma Wenger hat neben Messern, Victorinox in der Frühzeit hat meines Wissens nur Messer produziert, aber die Firma Wenger schon ganz früh Uhren und Messer. Ja, gut, dass die Schweizer Uhren herstellen, hat ja nun wirklich Tradition über Tradition, wobei das Schweizer Taschenmesser inzwischen auch Tradition über Tradition, das gibt es jetzt seit immerhin weit über 100 Jahren, würde also schon sagen, dass da auch definitiv von einer Tradition zu sprechen ist. Aber die haben zunächst mal Uhren hergestellt und Taschenmesser eben, und beide, Victorinox wie auch Wenger, haben eben parallel auf dem Markt existiert, waren immer Konkurrenten und haben sich eben quasi die Marke Schweizer Taschenmesser miteinander geteilt. Beides war original Schweizer Taschenmesser, da gab es nicht das eine richtige und das andere falsche, sondern die waren gleichermaßen eben entsprechend, ja, auf dem Markt zu haben und hatten ihre Liebhaber und ihre Gegner, und die meisten von uns, also nicht, dass ich so alt wäre, dass ich mich daran jetzt groß erinnern kann, also an die Frühzeit dieses Marktkampfes, ne, das wohl nicht, aber ich denke, viele Leute werden Exemplare von beiden Herstellern gehabt haben. Bis heute, beziehungsweise heute nicht mehr, heute gibt es keinen Wenger mehr, muss man dazu sagen, aber zumindest solange es noch Wenger gab, haben sie sich dann durchaus mit ganz ähnlichen Werkzeugen abgewechselt, aber im Detail. Ja? Und das ist gerade das Lustige beim Schweizer Taschenmesser, wie sehr die sich im Detail und dann doch irgendwie wieder gar nicht voneinander unterscheiden, und man eben, wenn man Details mag, das ist ja ohnehin so ein großes Ding, ne? Das ist ja ein Schweizer Produkt. Wenn jemand auf Details achtet, dann ist es die Schweiz. Ne? Ja, das ist vielleicht Grund auch gewesen, weshalb diese Dinger so erfolgreich sind. Natürlich mögen wir Männer Multifunktionswerkzeuge, das ist wohl nicht nur Männer selbstverständlich, auch Frauen selbstverständlich, aber der Durchschnittskunde ist, glaube ich, doch eher männlich, zumindest in der Vergangenheit gewesen. Und das führt natürlich dazu, dass dann, wenn die auch noch Präzisions-Multifunktionswerkzeuge sind, dann, baut man sich eine nutzlose Sammlung auf. Gut, wie auch immer, jedenfalls ging das damit weiter, dass sich eben Wenger und Victorinox gegenseitig, nein, sie haben sich nicht abgestochen, sie haben sich schön friedlich, kompromissmäßig darauf geeinigt, dass sie eben zu zweit ein Duopol auf das Schweizer Taschenmesser eben bilden, und ja, dann ging das sehr, sehr lange gut. Und da ist eigentlich nichts Wesentliches passiert, ist häufig in der Geschichte der Schweiz so. das ist wieder böse, ne? Rütli schwur, ja, und ab seitdem ist eigentlich nichts Nennenswertes mehr passiert. Übrigens, wenn man die Schweizer ärgern möchte, dann muss man behaupten, der Rütli schwur heißt Rübli schwur. das muss ich rausschneiden. nein, wirklich, alles gut, ja. Ich bin super, super gerne in der Schweiz, und wer das noch nicht weiß, meine Frau ist Schweizerin, dementsprechend witzel ich da einfach gerne rum, und ich hoffe, die Schweizer, die ich auf dem Kanal habe, verstehen Humor. Es gibt ganz viele ganz hervorragende Schweizer, die ganz hervorragend Humor verstehen und mit einem hervorragend trockenen Kommentar dann, mich niedermachen. Das ist ja der Sinn der Veranstaltung. Gut, solange das alles natürlich selbstverständlich respektvoll erfolgt. Ich hoffe, das muss ich niemandem dazu sagen. Gut,
Wie auch immer, jedenfalls, was wollte ich jetzt gerade erzählen? Ja, das ging also alles gut. Bis ins Jahr 2002 war das, glaube ich, 9/11, ne? Also der Flugzeuganschlag, Flugzeugentführung und Flugzeug in World Trade Center und viele Tote. Ja? Das hat zum ersten Mal in der Geschichte dazu geführt, dass man über, naja gut, okay, also jetzt Schusswaffen ins Flugzeug mitnehmen durftest du noch nie, aber dass man halt eben eine Verschärfung der Messer- bzw. Waffengesetze bezüglich Mitnahme im Flieger eingeführt hat, ne? Weil du ein Flugzeug ja mit einem schönen, vernünftigen, fiesen, bösen Messer theoretisch auch ganz gut entführen kannst und das früher, also zumindest so ein Schweizer Taschenmesser, ins Handgepäck mitgenommen worden durfte. So, das ging jetzt nicht mehr. Und weil man das nicht mit ins Handgepäck nehmen kann, kann man es dann logischerweise auch nicht im Duty-Free-Bereich vom Flughafen verhökern. So, und wer jetzt schon geflogen ist vor 2002 unter uns, der wird sich erinnern, dass vor 2002 eben in jedem Flughafen, also ich persönlich bin da noch nicht viel geflogen um diese Zeit, aber es war wohl ziemlich üblich, in jedem Flughafen überall im Prinzip in irgendwelchen Vitrinen Schweizer Taschenmesser kaufen zu können. Ja, und gerade eben, weil Duty-Free dann tendenziell noch ein bisschen günstiger, und das war wohl ein super beliebtes Mitbringsel. Insbesondere war das ein super, super beliebtes Mitbringsel, wenn du mal in der Schweiz gewesen bist und aus der Schweiz wieder ausreisen wolltest und das per Flieger. Und dann hast du noch dringend noch ein paar Souvenire gebraucht und dann hast du halt vorzugsweise, komischerweise, warum auch immer, offenbar eher Wenger-Messer gekauft. Ja? Und die dann halt eben für daheim mitgebracht und alle freuen sich bekanntermaßen über ein Schweizer Taschenmesser. Zumindest jedes männliche Individuum, das auf diesem Planeten so rumspringt. Zumindest habe ich so den Eindruck. Ja, korrigiert mich, wenn ich mich täusche. So, ja, und das ging jetzt nicht mehr. Und das hat bei der ohnehin schon umsatzschwächeren Firma Wenger doch leider den Markt ein wenig einbrechen lassen. Das heißt, sie haben nicht mehr genügend verdient. Sie hatten trotzdem noch natürlich ihre Angestellten, ihre Fixkosten etc. pp., aber viel weniger Messer verkauft. Wir müssen uns auch klar machen, dass es damals die Hauptvertriebsmöglichkeit von solchen Messern gewesen ist. Entweder bist du irgendwo in ein Messergeschäft gegangen, also mit dem Wissen, dass du jetzt unbedingt ein Schweizer Taschenmesser haben möchtest. Ja, das gab es sicher auch. Und es ist ja auch nicht so, dass der Absatz völlig zusammengebrochen ist. Leute, die so auf dem Wege ihre Messer gekauft haben, gab es weiterhin. Aber eben dieser äußerst wichtige Spontanabsatzmarkt sozusagen über den Flughafen, der ist halt weggebrochen. So, und bei Wenger gab es einen zu großen Einbruch der Umsätze. Und bei Victorinox auch mindestens um 20%. Aber die haben zu dem Zeitpunkt also schon anderes Zeug auch verhökert. Ja. Ursprünglich, soweit ich das rekonstruieren kann, nur eine Messermarke verkauft Victorinox heute. Und das ging auch schon so ein bisschen los um 2004 rum, weil da wurde dann übrigens Wenger von Victorinox aufgekauft, aber dazu kommen wir gleich, dass die angefangen haben, auch anderes Zeug zu produzieren. Mir persönlich ist das ein bisschen ein Dorn im Auge. Ne? Also ich will jetzt der Firma nichts Böses und ich behaupte hier auch keine falschen Tatsachen, wenn ich sage, dass ich kein Parfum brauche. Das gibt es aber inzwischen von denen. Ich brauche auch keine komischen Rollkoffer und andere blöde Reisetaschen. Das einzig wahre Gerät, um Dinge von A nach B zu transportieren, ist und bleibt der Rucksack. Rollatorkoffer haben nur Berechtigungen für Leute, die ansonsten auch schon einen Rollator verwenden. Meiner Meinung nach. Nee, ich hasse Rollkoffer. Rollkoffer sind ist eins der Feindbilder dieses Kanals. Ich erwähne es seltener als die anderen Feindbilder, aber der Rollkoffer zählt definitiv auch zu den ausgeprägten Feindbildern. Ne? Einigkeit durch gemeinsame Feinde hat ja schon damals bei Bismarck gut funktioniert. Nein, das war böse. Nein, nicht nochmal machen. Ganz, ganz schlecht. Versuchen ja schon andere Leute in der Politik teilweise ähnliche Methoden wie damals bei Bismarck anzuwenden. Aber solange es nur gegen Rollkoffer geht, hoffe ich, man wird mir verzeihen, weil ja, ich bin halt auch nur ein Mensch. Wie auch immer, Rollkoffer sind blöd und der Rucksack das einzig wahre Transportmittel auf Reisen. Punkt. Na? Also Transportmittel, das wäre ja ein Bus. Transporthilfe, Transportbehältnis, ach, ist ja auch egal. Und was machen sie noch? Uhren machen sie inzwischen noch.
weil sie von Wenger die Uhren eingekauft haben, unter anderem. Ich weiß jetzt nicht, ob sie inzwischen auch noch eigene Uhren machen. Gefühlt gibt es jetzt noch Damenhandtaschen und ich weiß nicht, was noch für ein Krempel. Ja? Und das ist natürlich alles Zeugs. Das hat im Übrigen jetzt noch zugenommen, seit die Chefin von Victorinox eine Frau ist. Jetzt weiß ich nicht, ob das ursächlich zusammenhängt. Das wäre jetzt eine ganz böse Unterstellung. Tatsache ist aber, dass das zugenommen hat, seit die Chefin von Victorinox eine Frau ist. Und zumindest für uns Messerfreunde ist es so, dass wir uns eigentlich mal wieder eine kleine Innovation, insbesondere für uns Klappmesserfreunde, von Victorinox wünschen würden, die auch wirklich eine Innovation ist. Dass da mal die Entwicklung weitergeht, dass da mal irgendwas Neues kommt. Ich meine, die alten Dinger hier, ja, die sind alle super, keine Frage. Ja. Aber man möchte eigentlich schon gerne, also auch ich wäre durchaus bereit, mal wieder einen vernünftigen, rationalen Betrag an Geld in die Hand zu nehmen, um irgendeine tolle Innovation eines Victorinox Klappmessers zu erwerben. Ja? Es gibt da ja dieses sehr schöne Bushcraft-Messer, was der Felix Immler auch sehr schön, übrigens herzliche Grüße, falls du das zufällig mitbekommst, mal vorgestellt hatte und woran er meiner Meinung nach viel zu wenig beteiligt gewesen ist. Aber das ist auch toll, ja? Das ist wirklich toll. Ich darf ja keine Messer mehr kaufen, sagt meine Frau. Zumindest dieses Jahr nicht mehr. Ja, da hat sie ja auch recht, vollkommen, absolut. Ja. Nichtsdestotrotz, auf dem Taschenmessermarkt habe ich jetzt keine nennenswerten Evolutionen oder Neuerungen entdeckt, die mich jetzt irgendwie interessieren würden. Und darum finde ich das ein bisschen schade, dass ich eben die Ursprungsfirma, die es noch gibt, des Schweizer Taschenmessers, offensichtlich weg vom Schweizer Taschenmesser und hin zu irgendwelchem Stinkewasser entwickelt. Ja, ich bin auch kein Fan von Parfum. Parfum ist dann gleich hinter Rollkoffer an Gegenständen, die ich nicht mag. Gut, ja. Aber zumindest im Jahre 2004 war Victorinox in der Lage, Wenger aufzukaufen. Warum? Beziehungsweise warum hat Wenger lieber an Victorinox verkauft als an wen anders? Naja, Nationalstolz. Ja, das Schweizer Taschenmesser sollte gefälligst das Schweizer Taschenmesser bleiben und jetzt nicht irgendjemand, der sämtliches Know-how zum Herstellen von Schweizer Taschenmessern hat, beziehungsweise das ganze Know-how der Firma an schlimmstenfalls auch noch Fernost irgendwie verhökert werden, dass die dann ihre eigenen tollen Schweizer Taschenmesser herstellen können. Das dürfen sie dann vielleicht nicht Schweizer Taschenmesser nennen, aber jeder weiß, dass es das im Grunde ist, weil man einfach das Patent und die Idee und die Konstruktionsweise und sämtliche Pläne und was da alles im Hintergrund geschlummert hat, übernehmen kann. So, und deswegen hat Victorinox eben Wenger aufgekauft und sich Wenger von Victorinox aufkaufen lassen. Und bei der Gelegenheit hat zunächst mal Victorinox einfach die Messer von Wenger übernommen. So, und die wurden weiter mit einer gewissen Autonomität von Wenger produziert und die beiden standen auch weiterhin ein Stück weit in Konkurrenz. Und das Ganze ging, glaube ich, bis 2013 oder 2015, nagelt mich nicht fest. Eins von beiden, irgend sowas um den Dreh. Und danach hat Victorinox beschlossen, die Marke Wenger jetzt nur noch für Uhren und nochmal irgendwelche komischen Koffer, glaube ich, zu verwenden und Messer nur noch unter Victorinox zu vertreiben. Damit ist das Wenger-Messer ab 2015 spätestens quasi verschwunden. Wer jetzt heute noch welche kriegt, das sind halt Restbestände, sofern da noch Wenger draufsteht. Wobei verschiedene Designs von ursprünglichen Wenger-Messern, zum Beispiel hier, von Victorinox einfach übernommen wurden, nur dass da jetzt halt nicht mehr Wenger draufsteht und einzelne Werkzeuge, die einen typischen Wenger-Stil hatten und sich deutlich von der Victorinox-Version unterschieden haben, jetzt einfach mit der Victorinox-Version ausgetauscht worden sind. Ja, also zum Beispiel die Wenger-Aale, die gibt es beim Victorinox-Messer, glaube ich, nirgendwo mehr dran. Und ich entschuldige mich übrigens schon mal, wenn ich irgendwann Victorinox falsch mal ausspreche. Das ist mir einfach ein schwieriges Wort und das könnte passieren unterwegs. Oder ist wahrscheinlich schon passiert. Ja, und das heißt, da gab es nur noch eine Sorte Schweizer Taschenmesser ab diesem Zeitpunkt.
Dann kam aber, ich meine 2016, 17, irgend sowas, das muss ich euch auch wieder unten hinschreiben, nach Datum, Datenzahl, ja, eine neue Firma auf den Markt, die Schweizer Taschenmesser hergestellt hat. Wie kann das sein? Schweizer Taschenmesser müssen doch aus der Schweiz kommen. Ja, war ja auch eine Schweizer Firma, nämlich die Firma Switzer, die zu diesem Zeitpunkt größtenteils Uhren hergestellt hat, auch schon Ewigkeiten, also uralte Schweizer Uhrenmanufaktur, Tradition, haben sich gedacht, okay, wenn wir Uhren feinteilig zusammenschrauben können, dann haben wir auch die notwendige Feinmechanik, um Schweizer Taschenmesser zusammenzuschrauben. Und außerdem haben sie einen der wichtigeren, soweit ich das weiß, Wenger-Mitarbeiter übernommen, der ihnen dann so ein paar Ideen zur Herstellung, nicht die Patente, das natürlich nicht, die liegen bei Victorinox, aber so ein paar Ideen und Konzepte zur Herstellung von Schweizer Taschenmessern hatte der halt trotzdem noch im Kopf. Und wusste, wie das geht und hat dann mit dem Know-how von den Uhrenmachern von versucht, beziehungsweise was heißt nicht nur versucht, erfolgreich eine eigene Messerlinie rausgebracht, die so ein bisschen, also ich finde vom Design her schon noch mal ein bisschen edler ist. Das ist so ein Stück weit mehr als das gute alte klassische Victorinox, was einfach ein wirklichen Alltagsgegenstand und Gebrauchsgegenstand ist, sind die so ein bisschen mehr Lifestyle-Produkt vielleicht. Deswegen sind sie nicht schlecht. Sie sind ebenfalls mit hervorragender Präzision gefertigt. Das gilt für jedes Schweizer Messer, das ist einfach so. Du kannst niemanden, keinem der drei Hersteller, die da mal existiert haben bzw. existieren, vorwerfen, dass die nicht mit enormer Präzision ihre Werkzeuge zusammenbauen würden. Das ist einfach gelogen. Das machen die alle drei gleichermaßen super, super hochwertig, qualitativ über jeden Zweifel erhaben. Das ist eben auch bei denen, das sind übrigens die zwei, die Switzer Messer hier. Ne? Auch die sind wirklich hervorragend verarbeitet. Ja, bisschen anderes Design. Tendenziell bisschen weniger Werkzeuge. Die haben keins auf dem Markt, das so richtig viele Werkzeuge hat. Das gab es bei Wenger sowohl als auch bei Victorinox, dass da mal welche dabei waren, die einfach irre viele Werkzeuge hatten. Den Vogel abgeschossen hat übrigens Wenger mit dem Giant Messer. Das Giant Messer hat bei einer Breite von abartig, es war irgendwie so breit oder irgendwie sowas, hatte sämtliche Werkzeuge nebeneinander gereiht, die bei der Firma jemals in irgendeinem Messer verbaut worden sind, war damit natürlich völlig unpraktikabel, weil viel zu breit, aber war witzig und wurde zu enormen Summen in der Frühzeit des Internets, gefühlte Frühzeit, ganz so früh war da auch nicht mehr, aber da wurde das jedenfalls lustig gehandelt. Ich erinnere mich noch an die witzigen Kundenrezensionen auf Amazon von Leuten, die das Teil angeblich gekauft haben und sich dann in den Rezensionen immer beschwert haben, wohl mit 5 Sternen, die hatten es natürlich nicht gekauft, ne? diesen Reiter, verifizierter Kauf oder irgendwas, was man heute bei Amazon-Rezensionen hin und wieder, wer die hin und wieder liest, ja? Da kann man ja lesen, verifizierter Kauf oder bestätigter Kauf oder Top-Irgendwas-Rezensent und was weiß ich, was da alles dabei steht, aber jedenfalls damals gab es das noch nicht, da konnte jeder Dödel zu jedem Produkt, das kann er glaube ich heute immer noch, seine Meinung sagen, egal ob er es gekauft hat, nachweislich oder nicht. Und eben die Leute, die nicht ein Häkchen bei, habe ich garantiert wirklich auch gekauft, hatten, die haben da dann lustige Kommentare geschrieben, beziehungsweise Bewertungen aller, sind gestern in das Messer eingezogen und haben es keine Sekunde bereut. Oder der eingebaute Teilchenbeschleuniger scheint nicht richtig zu funktionieren. Ich habe aus Versehen das Haus vom Nachbarn damit weggeschossen. Irgend so ein Quatsch, also völliger Blödsinn. Und ja, war sehr unterhaltsam. Weiß ich nicht, ob es noch gibt. Muss ich mal gucken, vielleicht finde ich einen Link. Also die Kundenrezensionen dazu vor allen Dingen. Das ist übrigens ins Guinness-Buch der Rekorde. Nicht, dass das was Besonderes wäre. Da kommt ja jeder Dödel rein, der irgendeinen Scheiß zum ersten Mal macht. Aber trotzdem sind die ins Guinness-Buch der Rekorde als das Taschenmesser bzw. der Taschenmesserhersteller mit dem Taschenmesser mit den allermeisten Funktionen gekommen. Gut, das sind die drei üblichen Verdächtigen.
hat ja schon erwähnt, Leatherman und Naturensöhne Messer sind hier so ein bisschen außer Konkurrenz. Und ich würde jetzt mal von einfach noch kompliziert die Dinger so ein kleines bisschen in historischer Reihenfolge, also ja, nicht wirklich, ich kenne die historische Reihenfolge nicht, aber einfach mal von einfach bis kompliziert die Teile mal ein bisschen durchgehen, verschiedene Werkzeuge zeigen, was ich von verschiedenen Werkzeugen halte, welche Modelle ich besonders mag etc. pp. Ihr habt hoffentlich Zeit mitgebracht, aber das habt ihr ja schon gesehen, dass das Ganze wahrscheinlich eine Weile dauert. Aber das wurde ja so gewünscht. Also, wir fangen mal an mit diesem guten Stück. Ja, dieses gute Stück ist ein Wenger. Das erkennt man daran, dass bei den Wengermessern, ist egal, ob es auf dem Kopf steht, das Schweizer Kreuzchen in so einem Wappen, naja, so mehr oder weniger rechteckig, abgerundet und so weiter und so fort, angelegt ist. Ja, ich tue mich schwer, das Ding zu beschreiben. Das Victorinox-Kreuzchen, nehmen wir mal das da, das sieht so aus. Ne? Das ist also mehr als Wappen angelegt, wie man das aus dem Mittelalter kennt, so also als mittelalterliches Wappen. Und daran kann man die eigentlich schon mal ganz gut unterscheiden. Zumindest in der Zeit, als es halt eben beide noch auf dem Markt gab, war das das einfachste Unterscheidungsmerkmal. Sind beide Schweizer Taschenmesser, aber unterscheiden sich im Detail ein wenig. Außerdem findet man bei den Wengermessern, dazu gibt das Internet dankenswerterweise auch eine Nahaufnahme her, weil ihr werdet das hier wohl kaum richtig erkennen können, auf der Hauptklinge des jeweiligen Messers den Hinweis Wenger Delemont, das heißt natürlich nicht Delemont, sondern wahrscheinlich Delmont, ist in der französischen Schweiz im Jura, Kanton Jura, und Switzerland Stainless, beziehungsweise bei manchen steht wohl auch rostfrei drauf, je nachdem für welchen Markt die ursprünglich mal gedacht gewesen sind. Ja, und das verrät uns dann spätestens, dass es sich um einen Wenger handelt, weil halt Wenger draufsteht. Manche haben auch auf den Griffschalen Wenger draufstehen, das ist hier auch der Fall. Ich drehe das mal ein bisschen, dann könnt ihr zumindest sehen, dass da irgendwas draufsteht. Weiß nicht, ob man es lesen kann. Und ja, in diesem Fall auch so. Das hier ist so quasi das Zivilistenmesser, wenn man so möchte. Das habe ich sehr gerne, wenn ich wirklich weiß, ich mache nur irgendwas, wo ich nicht damit rechne, in irgendeiner Form jetzt, keine Ahnung, Feuer machen zu müssen, Bären abzuwehren oder sonst wie. Auf gut Deutsch ist es ein Stadtmesser. Jetzt ist Stadtmesser heutzutage irgendwie falsch, scheinbar. Aber wenn du schon irgendein Werkzeug mitnehmen möchtest, in einen reinen Zivilisationsurlaub, oder ein Entspannungsurlaub oder Strandurlaub oder was auch immer, dann kann so ein Messer durchaus ein Thema sein. Und meine Idee war so ein Stück weit, warum ich das Ding mag, beziehungsweise das war auch mal ein Geschenk, aber ist egal. Jedenfalls, warum ich das trotzdem sehr mag, liegt daran, dass es, wenn man das Ding rausholt und damit rumhantiert, eben den Eindruck erweckt, das sei ein Maniküre-Set mit Messer. Und es ist ja auch ein Maniküre-Set mit Messer und Korkenzieher. Übrigens muss man dazu sagen, der Wenger-Korkenzieher, gerade auch bei den etwas kleineren Messern, der ist etwas massiver. Das ist schon mal ein kleiner Unterschied im Vergleich zum Victorinox. Ja, aber vielleicht ein Hauch vielleicht massiver im Vergleich zu den Victorinox-Taschenmessern. Er ist aber deutlich weniger massiv als die Switzer-Messer. Die haben den bisher stärksten für ihre Größe, stärksten Korkenzieher. Weinflaschenöffner, was auch immer der genaue Fachbegriff für die Dinger ist, ist mir auch völlig wurscht. Korkenzieher heißen die, fertig. Die ich an so einem Taschenmesser bisher jemals gefunden habe. Das heißt, wenn man schon unbedingt regelmäßig Weinflaschen mit einem Schweizer Taschenmesser aufmachen möchte, dann würde ich die Modelle Switzer empfehlen. Aber ja, es geht, wenn der Korken nicht super, super fest sitzt, was er hin und wieder durchaus tut. Ich mache auch gerne mal alte Weinflaschen oder habe mal gerne alte Weinflaschen aufgemacht. Mein Alkoholkonsum sinkt immer weiter. Es ist inzwischen fast schon nicht mehr merkbar. Es sei denn, es sind wirklich ganz seltene, besondere Veranstaltungen, aber normalerweise, wenn jetzt nicht irgendwie geselliges Beisammensein ist, trinke ich gar nichts mehr. Dementsprechend ist auch mein Weinkonsum quasi nicht mehr existent. Egal, jedenfalls, einfach weil kein Bock, wozu, muss ja nicht sein. Pinzette ist drin, zeige ich gleich. Schere. Nagelfeile, das ist eine Nagelfeile, das kann man schön auf der Seite hier sehen, mit Dreck unter Fingernagelentferner, dafür ist die Spitze da, das ist die offizielle, ja, das ist natürlich nicht der offizielle Name, aber die offizielle Verwendung davon und ja, eben die Klinge, weil sie halt nun mal dran ist. So,
Klinge können wir gleich noch drüber reden. Korkenzieher machen wir auch später. Aber Schere. Schere ist jetzt, ja, das Ding ist, die Nagelfeile ist auch selbsterklärend. Da ist bei Wenger dieses Metallteil hier verbaut. Ich hoffe, da seht ihr, was ich meine. Also die Metallfeder, damit die Schere immer wieder aufgeht, nachdem man sie zugedrückt hat. Das ist natürlich gut, weil sonst müsste man schneid, das Ding dann mühsam wieder aufmachen, schneid, mühsam wieder aufmachen und so weiter. Das ist ziemlich krampfig. Und die Metallfeder, die hier verbaut ist, aus massivem Edelstahl, die wirkt natürlich um ein Vielfaches hochwertiger als die Lösung, die diesbezüglich bei Victorinox verwendet wird. Boing. Zum Beispiel bei dem kleinen Exemplar hier mit dieser winzig kleinen Drahtfeder, könnt ihr hoffentlich sehen, weil die gehen schon ganz gerne mal kaputt und müssen bei unsachgemäßer Handhabung dann nochmal wieder gerade gebogen werden und wieder in Form gebracht werden. Die sind jetzt nicht super einfach kaputt zu bekommen, aber man kriegt das schon hin. Und auch die großen Scheren haben üblicherweise diese relativ einfache Feder drin zu sehen, zum Beispiel bei diesem Exemplar. Also ich baue jetzt nach und nach meinen Aufbau ab, ne? Nur weil ich zwischendrin mal was zeigen will. Also da könnt ihr auch sehen, dass auch nur diese einfache Feder, obwohl das die große Schere ist, nur diese einfache Feder verbaut. Aber ein Unterschied ist auch, das sieht man, wenn man sie jetzt so rumhält, das ist jetzt wieder die Wenger-Schere. Wenn ihr vorne drauf guckt, hier in diesem Bereich, ja, dann seht ihr, dass der ist irgendwie angeschliffen. Und, was man jetzt in meiner Kamera nicht sehen kann, die Schneidkanten von der Schere, die sind auch so leicht geriffelt. Das heißt, wenn man sich jetzt damit zum Beispiel den Finger abschneidet, also den Fingernagel natürlich, dann gibt das einen wellenschliffartigen Abschnitt. Ja, es ist also nicht so richtig schön glatt beim Fingernagelschneiden. Man möchte also, wenn man glatte Fingernägel haben möchte, hinterher zwingend nochmal mit der Nagelfeile drüber gehen, damit man dann auch wirklich glatte Fingernägel hat. Und obwohl die Schere wirklich scharf ist, ja, und gut schneidet, mag ich das zumindest zum Fingernägel, bei Fußnägeln ist mir das gerade egal. Ja, sorry, ist halt so. Da mag ich das eigentlich nicht so. Also Verarbeitung der Schere, ja, Mechanik und so weiter, bei Wenger bei weitem besser. Schneideigenschaft bzw. Haptik des Schnittes sozusagen bei Victorinox mit den völlig glatten Scheren schneiden, klingen dazu, fühlt sich das viel besser an. Ja? Also eigentlich lieber verwenden tue ich die hier, weil das, also als Nagelschere, weil das Ergebnis besser ist. Die da wirken aber hochwertiger. Und das sind halt so kleine popelige Details, die das eben so spannend machen mit dem Sammeln bzw. dem Liebhaben von Schweizer Taschenmessern, dass es eben so kleine popelige Unterschiede gibt, die einem nur auffallen, wenn man Details mag und auf Details achtet und man sich dann irgendwie gut fühlt, weil man die Details bemerkt. So. Ja, und zurück zu, ja genau, zu diesem Exemplar. Das hat jetzt mal abgesehen davon, dass es eben die typische Wenger-Schere hat, noch die Besonderheit, wenn wir mal hier drauf gucken, da könnt ihr sehen, den Zahnstocher und die Pinzette. Die sitzen ja definitiv anders in der Griffschale, als das bei Victorinox der Fall ist. Da sitzen sie nämlich. Ich hoffe, man sieht einen Unterschied. Sie bilden quasi ein Loch. Bei Victorinox hast du ein Loch, ein sichtbares großes Loch in der Griffschale, wenn du die am relativ großen Griff die Griffschalenwerkzeuge rausziehst. Wenn du bei Wenger die Griffschalenwerkzeuge rausziehst, dann gibt es ein deutlich kleineres Löchlein. Das merkt man kaum, dass die raus sind. Die sitzen tendenziell meiner Erfahrung nach auch ein bisschen fester und sie haben halt nicht noch ein Plastiknupselchen hinten dran. Ne? Hier ist einfach nur, die Pinzette besteht vollständig aus Metall. Die Pinzette bei Victorinox hingegen die hat immer noch so ein Plastiknupselchen hinten dran. Das ist zwar besser zu greifen, funktional bringt es ansonsten aber nicht viel. Und irgendwie, finde ich, wirken die Wenger-Pinzetten, also funktional, ne? Mit was kannst du besser pinzetten?
Ich würde behaupten, die Victorinox ist ein bisschen besser, weil sie etwas mehr, ich hoffe, das könnt ihr auch sehen, sie hat etwas mehr einen Knick in der Optik. Und dieser Knick führt dazu, dass wenn du sie zusammenpresst, dann hast du ein bisschen mehr Platz, um das Eingepresste quasi nicht nur vorne zusammenzupressen und nicht hinten. Ist zum Zeckenziehen besser. Das ist die Hauptverwendung von den Dingern, die ich anwende. Und die hier, wenn man die zusammenpresst, ja, dann ist es halt eine sehr flache Angelegenheit und da ist dann kaum noch Platz. Das heißt, würde man sich hiermit jetzt eine Zecke ziehen im Vergleich zur Victorinox-Pinzette, dann wird die Zecke etwas gequetscht. Zumindest ein kleines bisschen. Und das sollte man tunlichst vermeiden, weil wenn man eine Zecke quetscht, dann drückt man deren Darminhalt, Magen-Darm, wenn man so möchte. Sie hat eigentlich nur einen Darmenmagen, da sitzt eine Zecke nicht. Und drückt den komplett durch den ganzen Körper, durch den Stechapparat. Ja, Stechapparat nicht beißen, Zecken beißen nicht, die stechen, biologisch gesehen. Egal, drückt man sich alles in die Wunde und genau das möchte man nicht haben, weil dann kriegt man einen Riesenschwall, so dann vorhanden Borrelien oder FSME-Viren, Frühsommer-Meningoenzephalitis, ab und beides will man nicht haben. Deswegen die eine Sache, die man beim Zecke entfernen, an dieser Stelle nochmal wichtig zu erwähnen, falsch machen kann, ist die Zecke zu quetschen. Ja, okay, du kannst ansonsten noch irgendwelches dummes Zeug über die Zecke drüber kippen, wie Öl, Wodka, scheißegal, kipp einfach nichts über die Zecke drüber. Im besten Fall noch nicht mal Wasser, wenn du sie halt erst beim Duschen bemerkst, dann ist das so, aber das ist auch nicht schlimm, aber auf keinen Fall Öl oder sonst was drüber kippen, weil dann gerät sie in Panik und kotzt dir auch wieder in die Wunde, das was du da drin nicht haben möchtest. Ne? Also weder quetschen, noch reizen, noch sonst irgendwie dafür sorgen, dass die Zecke ihren Magen-Darm-Inhalt in die Wunde, in der sie gerade, ja, mit der sie gerade in dir steckt sozusagen, dass da alles reinkotzt. Ja? Und deswegen auf keinen Fall den Hinterleib, genannt Abdomen, der Zecke quetschen. So, und deswegen, weil das übrigens auch offensichtlich Gerrit und Andi wissen, muss ich mal kurz das Messer der Naturensöhne erwähnen. Das hat hier nämlich eine ähnlich wie bei Wenger eingebaute Pinzette. Also das Prinzip erinnert an Wenger. Jetzt will ich Böker nicht unterstellen, dass die das geklaut hätten, aber ist ja auch naheliegend. Aber schaut mal, das ist ein riesen Trümmer von Pinzette und die lässt auch richtig schön viel Platz zwischen ihren einzelnen Backen. Die ist vorne auch viel breiter und die fühlt sich viel massiver an, weil sie viel massiver ist. Und ich würde behaupten, unter all den Pinzetten, die ich jemals in so einem Messerchen irgendwo gefunden habe, ist das die, mit der du mit Abstand am besten eine Zecke entfernen kannst. Ja, das war den beiden offensichtlich wichtig, sagen sie auch im Video dazu. Und das kann ich nachvollziehen und ich kann bestätigen, das ist eine hervorragende Pinzette. So, nur damit wir mal über das Thema Pinzette auch gleich geredet haben. Nur mal kurz wieder aufräumen, die Dinger dahin, wo sie hingehören. Ja, Zahnstocher. Kann man sich streiten. Manche Leute finden den richtig nützlich, ist doch super. Manche Leute können damit nichts anfangen, auch okay. Ja, er ist halt drin, er gehört irgendwie dazu. Ich kann nicht wirklich behaupten, dass irgendein Zahnstocher von irgendeinem Hersteller deutlich signifikant besser wäre als ein Zahnstocher von einem anderen Hersteller. Da kenne ich mich jetzt zu wenig mit Details des Zahnstochers aus. Ja, also das können wir uns, glaube ich, sparen. Ja, ansonsten, wir hatten ja schon bei dem Messerchen hier, das wir ursprünglich mal angeguckt haben, hier noch den Nagelfeilen gedönserich erwähnt. Natürlich sehen die der Form nach, je nach Messer, ein bisschen unterschiedlich aus. Insbesondere Nagelfeilen wirklich nennenswert verwenden tue ich, wenn ich nicht das Ding mal dabei habe, was eher selten vorkommt. Die Dinger von den kleinen Messern. Das ist hier das kleine Mini-Wenger. Victorinox. Das ist so eigentlich, denke ich, eins der häufigsten Victorinox, die wir so kennen. Messerchen, viele von uns werden so einen schon mal am Schlüsselbund gehabt haben oder haben. Es ist mit der kleinen Version der Victorinox-Schere mit eben dieser Feder ausgestattet. Es hat eine vollwertige kleine Pinzette, hier der graue Knopf, einen vollwertigen, etwas kürzeren Zahnstocher, eine kleine filigrane Klinge, das ist diese hier, ja, die müsste ich mal dringend wieder schärfen. Ansonsten, die geht schon, damit kannst du schon die meisten alltags kleinen Schneidereien erledigen. Du kannst sogar ein kleines bisschen den Stock anspitzen, das funktioniert durchaus. Machen wir da noch ein kleines Beispiel. Und das ist dann hier die typische Nagelfeile mit Kreuzschlitzschraubenzieher.
nein, Quatsch, eben nicht mit Schlitzschraubenzieher, so, die da auch noch dran ist. Die haut nicht besonders rein, aber als Nagelfeile taugt sie auf jeden Fall für was anderes, habe ich sie selten verwendet. Ich habe mal versucht, eine Büroklammer damit anzufeilen, einfach aus Prinzip, weil man es kann oder eben, weil man es vielleicht kann. Ich wollte wissen, ob es geht. Vielleicht bin ich einfach blöd, aber ja, so halbwegs funktioniert es. Da muss ich sagen, sind die, hoppla, ja, da ein Schocker verloren. Es kann übrigens mal vorkommen, dass der eine Punkt, wo dann die Qualität von diesen Messern manchmal versagt, ist meiner Erfahrung nach der Zahnstocher. Der fällt hin und wieder mal raus bei manchen Exemplaren. Ne? Die habe ich hier jetzt gerade aus Versehen verloren. Das sollte eigentlich nicht passieren. Deswegen haben einige meiner Messer den Zahnstocher auch schon nicht mehr. Ich denke, da bin ich auch nicht ganz allein. Bisschen blöd, aber ja, die Welt geht auch nicht unter für mich, wenn der Zahnstocher weg ist. Wie auch immer, jedenfalls habe ich das Gefühl, dass die Wenger-Nagelfeile ein bisschen mehr reinhaut. Dass die einfach ein bisschen mehr gröber ist, ein bisschen mehr Wumms hat, ein bisschen mehr feilt. Aber wenn, dann Nuancen. Ne? Gut, Korkenzieher machen wir nachher. Nehmen wir spaßeshalber mal noch ein anderes Messer. Wir haben uns jetzt das kleine Victorinox gerade angeguckt. Das ist ein kleines Wenger in Holz. Der Unterschied ist einfach der, die Grissschalen sind Holz. Wenn die Grissschalen Holz sind, dann sind keine Zahnstocher und keine Pinzette verbaut. So gesehen sind Holzgrissschalen rein funktional schlechter, aber als Schlüsselanhänger, da spielt natürlich auch ein bisschen Liebhaben eine gewisse Rolle und darum ist das so mein Standard-Schlüsselanhängermesser, weil es ist halt Holz. Ja, vermutlich sogar Nuss, soweit ich das rekonstruieren kann. Durch die viele Verwendung ist es deutlich dunkler, als es eigentlich sein sollte. Nuss ist ein, ja, schon ein dunkles Holz, aber nicht so dunkel. Daher bin ich mir gar nicht mehr so hundertprozentig sicher. Wenn man versucht, hier im Inneren drauf zu gucken, sieht man leider auch wieder zu wenig davon, dass ich das jetzt nochmal ganz, ganz absolut mit Sicherheit sagen könnte. Aber ihr seht, auch hier hat die Schere eben wieder diese kleine Feder, beziehungsweise diese massive Feder und eben aber auch wieder eine Wellenzahnung, sodass das jetzt als Nägelschneidmesser nicht ganz so gut geht, aber auch. Ja. Klinge ist zumindest gefühlt sogar noch ein bisschen besser. Gucken wir uns das mal an. Machen wir mal hier alles andere zu. Und eine Gegenüberstellung und dann stellen wir fest, yep, die Klinge vom Wenger ist nämlich ein kleines bisschen länger. Sie ist auch ein kleines bisschen breiter, ja, aber was jetzt die Dicke angeht, da ist sie eher ein Hauch schmaler. Das seht ihr nicht. Da geht es um wirklich halbe Millimeter, ja, nicht mal, um noch weniger. Also es sind kleine Unterschiede. In der Länge merkt man schon ein bisschen. Da würde ich sagen, das ist ein halber Zentimeter, dass das Ding hier mehr hat. Und das macht schon nochmal, bei so kurzen, wirklich super kurzen Klingen, macht ein halber Zentimeter dann schon nochmal einen kleinen Unterschied, was die Funktionalität angeht. Daher würde ich sagen, hiermit kannst du schon nochmal ein bisschen völlig unerschreckend an Dingen herummessern. Zur Not sogar ein Brötchen aufschneiden. Ja, das geht. Und ja, keine Ahnung, würde ich einen Apfel schälen, könnte man damit wahrscheinlich auch einen Apfel schälen, aber sowas mache ich halt einfach nicht. Daher kann ich da wenig zu sagen. Ne? Also, Mikro Victorinox, auch wirklich eine tolle Sache für den Schlüsselbund, super, super leicht. Mini Wenger, auch eine tolle Sache für den Schlüsselbund, auch super, super leicht. Nicht ganz so leicht, die Holzvariante ist tatsächlich ein bisschen schwerer als die normalen Kunststoffgriffschalen. Insgesamt ein Hauch klobiger, auch vor allen Dingen viel dicker, weil die Griffschalen dicker sind. Also das merkt man schon deutlich, dass das deutlich dicker in der Hand liegt. Hat die bessere Klinge, aber die schlechtere Schere und halt eben in der Holzversion keine Pinzette und keinen Zahnstocher. So, kommen wir mal zu einem ganz einfachen Victorinox jetzt hier zur Abwechslung. Die allereinfachste Version, die ich persönlich besitze, es gibt wohl noch eins, das hat nur große Klinge, kleine Klinge, aber die kleine Klinge, hier, ja, die ist so ein Stück weit das Alleinstellungsmerkmal von Victorinox, zumindest bei all den Wenger-Messern, die ich so kenne. Da ist keine oder zumindest keine wirklich funktionierende kleine Klinge dabei. Und ich finde die kleine Klinge beim Victorinox-Messer
wirklich ausgesprochen nützlich. Warum? Naja, wenn man mit der großen Klinge grobes Zeugs macht und die irgendwann mal scharf ist und man die kleine Klinge aber schon von vornherein, so von der Einstellung zur Nutzung der kleinen Klinge, immer behält und immer schön scharf hält und nur einsetzt, ausnahmsweise, wenn man jetzt gerade mal für irgendwas eine besonders scharfe Klinge haben möchte, weil man irgendwo einen besonders glatten Schnitt haben möchte oder als Backup-Reserve-Klinge, die halt immer schön scharf sein soll, für besondere Schnitzaufgaben beispielsweise, für ein bisschen Schnitzen am Wegesrand, ist das super praktisch, wenn man die kleine halt in ultrascharf und die große Gebrauchsschärfe irgendwie hält. Und drum finde ich die so nützlich, eben als Backup-Klinge. Sonst für präzises Schnibbeln, ne? Für präzises Schneiden vor allen Dingen, wenn man ein bisschen schnitzt. Das ist so die Anwendung, wofür ich die brauche. Ist das ein erstaunlich gutes Schnitzmesser, insbesondere eben frisch geschliffen und gut gepflegt. Darum versuche ich immer meine kleinen Klingen, soweit ich überhaupt in der Lage bin, ein Messer zu schleifen, kommen wir gleich noch zu, in einem hervorragenden Zustand zu halten. Ja, Korkenzieher haben wir schon gesagt. Ich persönlich brauche den halt, wie gesagt, nie. Die verbiegen auch recht schnell. Wenn du also wirklich mit Gewalt versuchst, eine wirklich enorm zuhe Weinflasche mit enorm festsitzenden Korken, den hier rauszukriegen, kommst auf die Idee, irgendwann ein bisschen, ne, links und rechts hier eine gewisse Verdrehung durchzuführen oder mit Versuch, das Messer an den Flaschenhals abzustützen, während du den Korken rausziehst, um einen Hebel zu bekommen, dann kann man sich den Korken halt doch sehr schnell verbiegen. Sollte man natürlich alles nicht tun, aber in der Verzweiflung, meistens hat man ja Gründe, weshalb man gerade schnell eine Flasche Wein aufkriegen möchte, möglicherweise, und dann ist das doof. Ja? Also mir in der Vergangenheit jedenfalls schon ein paar Mal passiert, wenn ich es eilig hatte. Außerdem ist es ja peinlich, wenn du in einer Situation, in der du mal eben kurz möglichst cool und souverän eine Flasche Wein aufmachen möchtest, ja, wenn es dann ewig dauert und du es nicht hinkriegst und so weiter, und dann wirst du zornig oder zumindest peinlich berührt und ich glaube, manche von uns wissen, wovon ich spreche. Das war übrigens mal ein Werbegeschenk, drum ist an der Klinge noch was eingeprägt, muss ich jetzt gar nicht groß vorlesen. Definitiv mein ältestes Victorinox. Man sieht auch das Schweizer Kreuzchen nur noch so andeutungsweise. Ja, ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen erkennen. Und ja, ich müsste dringend die Klinge, die große Klinge nachschärfen, die ist nämlich wirklich nicht mehr in einem guten Zustand. Das Schöne ist, dieses Modell eben nur mit den Dosenöffner, Flaschenöffner, Korkenzieher, Aale und zwei Klingen, das ist halt schon super kompakt und total toll in jeder Hosentasche mitzuschleifen. Die Variante mit nur den zwei Klingen und glaube nur Korkenzieher oder nur Aale hinten dran, weiß ich nicht, was davon standardmäßig dran ist, ist natürlich nochmal etwas flacher, macht für mich die Sau aber nicht mehr fett, da noch zusätzlich eben den Korken, den Flaschenöffner und Dosenöffner dran zu haben. Zumal ich den Dosenöffner in der Vergangenheit wirklich immer mal wieder gebraucht habe und den Flaschenöffner, da ich nie gelernt habe, weil ich kein Bier trinke und daher mit dem Kronkorken zu wenig Erfahrung habe, brauche ich auch einen Flaschenöffner, oder zumindest verwende super gerne, wenn irgend möglich, einen Flaschenöffner, wenn ich mal einen Kronkorken aufmachen muss, auf irgendeiner Limo. Bin daher also auch dankbar, wenn ich immer einen sogenannten Kapselheber, natürlich ist ja der Fachbegriff, dabei habe. Ja, also ein wirklich schönes Messerchen in dieser Größe, häufig mitgeführt. So, Victorinox Huntsman. Da müssen wir nicht allzu viel zu sagen. Das bringt jetzt an zusätzlichen Funktionen erstens die große Schere mit. Da haben wir ja schon gerade drüber geredet. Die große Schere können wir also entsprechend zumachen. So, dann hat es jetzt eine Säge, dazu kommen wir dann gleich. Wieder die kleine Klinge, haben wir auch schon drüber geredet, erfüllt auch hier die Backup-Funktion zur großen Klinge, einfach das Skalpell für den Fall, dass man mal eins braucht. Ne? Große Klinge selber, Klingenvergleich machen wir auch noch. Und Dosenöffner, hatte ich schon gesagt, früher immer mal wieder in Verwendung. Die Dosenöffner der hochwertigeren Messer, der moderneren hochwertigen Messer, also alle, die ich kenne, sind angespitzt. Ja, die haben eine Klinge hier vorne. Man hat mir vor kurzem erst in die Kommentare geschrieben, dass es angeblich auch mit komplett stumpfen Dosenöffnern funktionieren würde, eine Dose aufzubekommen. Also ich habe das noch nicht geschafft. Mit so billig Messern mit völlig stumpfen Dosenöffnern habe ich noch keine Dose aufbekommen. Und wenn doch, dann bin ich mir sicher, dass das total die Sauerei wird.
Die Variante Victorinox Dosenöffner. Hier unten so ein Dingelchen, damit hängst du das unter den Rand der Dose und dann drückst du das hier oben rein, während du dich vorwärts um die Dose bewegst. Ne? Und so weiter. Dosenöffner-Variante. Wenger habe ich hier nicht dran. Müssen wir hier mal alles zumachen zum Zeigen. Sonst ist das gefährlich. Schwupp. Dosenöffner Wenger klassisch. Hat hier einen viel längeren Dorn und man sieht auf der Seite schön, dass der auch ordentlich angeschliffen ist und der läuft in der richtigen Klinge aus. Der ist auch deutlich schärfer und das Messer hier ist viel in Verwendung gewesen, deutlich schärfer als der Victorinox Dosenöffner und funktioniert aber, zumindest soweit ich das beurteilen kann, tatsächlich rückwärts, also rückwärts besser. Dass man also damit quasi die Dose rückwärts bewegend aufmacht. Das ist jetzt ein winziges Detail und im Grunde ist es auch vollkommen wurscht. Man kriegt mit beiden wunderbar eine Dose auf. Nur, das ist halt, ich habe es ja schon gesagt, das ist halt lustig, wie diese beiden Firmen dieselben Werkzeuge mit winzigen Unterschieden produziert haben, einfach um sich nicht sagen zu lassen, man hätte das vom jeweiligen Nachbarn kopiert. Ich glaube, bei fast keinem Werkzeug weiß heute noch irgendwer, wer das ursprünglich mal erfunden hat. Es ist seit Wenger von Victorinox geschluckt wurde, ja auch nie wieder, gefühlt nie wieder. Weiß nicht, ob da doch was gab. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr das zufällig wisst. Irgendein neues Taschenmesserwerkzeug noch erfunden worden, was bei den Dingern dazugekommen ist. Außer vielleicht Laserpointer oder LED-Lämpchen, irgendwie sowas Technisches. Ne? Oder der Stift, der Kugelschreiber. Weiß ich nicht. Oder ist der schon älter? Beim Kapselheber kann man sagen, das ist halt einfach ein Kapselheber. Auch der hat hier unten drunter so eine kleine Aushöhlung. Das ist ein Drahtabisolierer. Brauche ich, habe ich noch nie gebraucht, werde ich wahrscheinlich nie brauchen. Ist mir entsprechend relativ egal. Wenger Modell, Victorinox Modell mit Schraubenzieher vorne dran. Ich finde den Schraubenzieher ein bisschen deutlicher beim Victorinox als... Ja, war ja klar, dass das irgendwann passiert. Als beim Wenger. Der ist, funktioniert aber genauso. Also ich kann nicht behaupten, dass es da funktionale Unterschiede gäbe. So. Hoppla. Bleibe ich schon mit der Hutkrempe an den Messern hier hängen. Also, ich habe inzwischen alles abgeräumt. Macht auch nichts. Haben wir mehr Platz. So. Dann Säge. Nicht Sägen. Sägen machen wir nachher. Hier hatten wir drüber geredet. Das hat jetzt übrigens noch eine kleine Sonderzusatzfunktion, nämlich den Feinschraubenzieher für zum Beispiel Brillen, den man in den Korkenzieher einschrauben kann. Hat man keinen Korkenzieher, kann man auch keinen Feinschraubenzieher für zum Beispiel Brillen in den Korkenzieher einschrauben. So, jetzt bin ich kein Brillenträger, auch wenn das manchmal ganz sinnvoll wäre, aber zumindest nicht so regelmäßig, dass ich die dauernd tragen müsste. Bin auch rechtlich nicht dazu verpflichtet an dieser Stelle. Und drum ist das für mich jetzt persönlich eher was ich dann für andere Leute dabei habe, falls die mal zwischendrin an ihrer Brille rumschrauben müssen. Passiert ist das noch nie, das heißt, ich habe den noch nicht ein einziges Mal benutzt, jemals. Oder selbst wenn ich ihn nicht dabei hatte, gab es nie einen Fall, wo ich gedacht habe, jetzt bräuchte ich aber dringend einen Brillenschraubenzieher. Ne? Daher, ja, gibt es. So, und das sind so die offensichtlichen Funktionen von dem Ding. Wie gesagt, Sägenvergleich gleich. Was jetzt bei dem gelben alten Wenger hier, so alt ist das gar nicht, das ist so eins der modernsten Wengers, die noch als Wenger auf den Markt gekommen sind. Da gibt es eine Besonderheit, die bei Victorinox nie eingeführt wurde, die nur Wenger hat, nämlich die Klinge hat einen Backlock. Und das ist auch mal grundsätzlich was, worüber wir vielleicht reden können. Bei allen bisher gezeigten Messern ist das eine Klinge, die hat lediglich hier hinten so eine kleine Feder, die sie ein Stück weit festhält. Wenn man aber mit genügend Druck hinten drauf drückt, ja, dann klappt sie halt doch ein. Ein bisschen Druck reicht nicht, also sie hat schon einen gewissen Widerstand, das kennt man ja, jeder von uns hat ja schon mal ein Schweizer Taschenmesser in der Hand. Aber mit genügend Druck klappt hier hinten diese Feder hoch. Flupp. Könnt ihr jetzt sehen, hier steht so ein bisschen was ab. Ja, das ist dieser Federmechanismus, der hier etwas nicht mehr ganz plan ist mit dem Messer.
Und wenn man das dann ganz zumacht, dann geht der auch wieder rein. Flupp. Jetzt ist er wieder hier weg. Jetzt ist das alles schön wieder plan und man sieht da nichts mehr von. Das ist eben dieser Federmechanismus. Hat den Vorteil, du kriegst das Messer schneller zu und einfacher zu und vielleicht ein Stück weit auch sicherer zu, weil du nicht mit Gewalt drauf rumdrückst, während du einen Zumachmechanismus drückst. Ja, die scheiden sich die Geister. Ich persönlich mag Messer, die feststellbar sind oder feststehend werden, sobald man sie aufgeklappt hat oder wie auch immer man das nennen möchte, lieber. Weil ich finde das sicherer. Weil man halt bei manchen Hantierereien mit dem Messer schon mal auf den Klingenrücken ein bisschen drauf drückt. Manchmal auch vielleicht, wenn man fortgeschritten ist beim Schnitzen, gegen den Körper arbeitet. Und das sind alles so Sachen, da fühle ich mich wohler, wenn ich eine Klinge habe, bei der ich weiß, da kann ich da hinten so viel dran rumdrücken, wie ich möchte. Die geht nicht zu, weil sie halt einen Lockmechanismus hat. Und in diesem Fall hier, und das gibt es wie gesagt nur bei Wenger, hat sie einen Backlock. Das heißt, bevor ich die jetzt komplett arretiere, ist hier hinten wieder nicht plan. Das sieht jetzt aus wie die Feder von der Victorinox-Variante, die hier einfach das Messer dann so weit offen zuhält, wenn man es zugemacht hat. Ja, jetzt klappt die wieder rein und würde jetzt für Widerstand sorgen. In diesem Fall aber sorgt die nicht nur für Widerstand, sondern blockiert das Messer vollständig. Die Klinge ist jetzt absolut blockiert, da bewegt sich gar nichts mehr, ne? Außer weil ich halt da oben nicht richtig festhalte oder mit sehr viel Gewalt, dann hat sie vielleicht ein Drittel Millimeter Spiel. Ja? Aber das spielt keine Rolle, jedenfalls kann sie von alleine nicht einklappen. Da muss man erst diesen Knopf hier drücken, diesen da, um die Klinge einklappen zu können. Das macht man dann natürlich schön vorsichtig, weil während man den Knopf drückt, würde man sich in den gleichen Finger, der den Knopf drückt, reinschneiden. Wenn man dann die Klinge auf einmal zuklappt, es ist also zwei Handgriffe. Und da muss man sagen, ist natürlich hier die schnell schließbare Klinge nur ein Handgriff, zack. Man braucht schon meistens zwei Finger, aber im Grunde kannst du die auch einklappen, indem du diesen hier machst. Hopp, ne? Habt ihr jetzt nicht genau gesehen, aber ihr könnt euch denken, was ich gerade getan habe. Für ein Messer, das du wirklich nur mal eben rausholst, ganz einen kleinen Schnitt machst und es dann wieder einpacken möchtest, hat das Vorteile. Ja? Aber in allen anderen Fällen bevorzuge ich die erheblich sichere, arretierende Klinge. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb wir dieses Messer zweimal haben. Wir haben es uns nämlich, beziehungsweise ich habe eins geschenkt bekommen und meine Frau hat sich unabhängig von mir auch dieses Ding schon gekauft gehabt, bevor wir uns kannten, weil sie die Größe mag und weil es ihr furchtbar wichtig ist, dass die Hauptklinge eben arretierbar ist. Das ist eins der ganz wenigen Modelle von Schweizer Messer, die ich kenne, die einen Backlock-Mechanismus haben. Ja? Die allermeisten Klingen-Arretiermethoden haben einen sogenannten Liner-Lock, so zum Beispiel auch bei den Switzer-Messern. Das heißt, hier direkt unter der Klinge, in der Hoffnung, dass ihr das sehen könnt, ist so ein kleines Stäbchen in den Schlitz der Klinge reingerutscht. Wenn man die Klinge also aufklappt und sie vollständig ausklappt, dann, das könnt ihr jetzt vielleicht sehen, macht es da Klick und dann flitzt da so ein kleines Stäbchen quasi in den Zwischenraum, in dem die Klinge eben drin war, als sie noch eingeklappt war und blockiert den und man kann sie nicht mehr einklappen. Also sie hat ein kleines bisschen Spiel, aber richtig einklappen kann man sie nicht, bis man, zumindest bei diesem Modell, hier auf das Schweizer Kreuz drückt. Und wenn man dann da drauf drückt, kann man sie auch einklappen. Oder andersrum. Wo bist du? Klinge. Hallo. Nee. Das Modell habe ich relativ selten draußen dabei, zu meiner Schande. Aber zack. Und jetzt hier drauf drücken. Und wieder zu. Ja, also das ist was es übrigens auch bei Victorinox gibt, die das aber auch wohl von Wenger übernommen haben, wie man hört. Nämlich beim Rangerwood 55, meinem Lieblingsschweizer Taschenmesser, zur Holzbearbeitung, weil es halt auch ein bisschen größer ist. Da muss man sagen, klappt die Klinge auch dann ein, wenn man hier auf das Schweizer Kreuzchen drückt. Deswegen ist das auch so ein bisschen hervorgehoben. Das ist einfach ein Knopf, schlicht und ergreifend. Und dann drückst du drauf und dann kannst du das Messer auch zumachen. Funktioniert wunderbar und dann machst du es wieder auf, dann arretiert es.
Hier ist dieser schräge Steg, den könnt ihr, glaube ich, sehen, der dafür sorgt, dass die Klinge eben nicht reingeht, Liner-Lock-Mechanismus. Und wenn man hier drauf drückt auf das Kreuz, dann wird der eben zur Seite gedrückt, in der Hoffnung, dass das sichtbar ist. So. Also auch ein toller Mechanismus, viele andere Variante des Liner-Locks bei Victorinox ist dann dieser hier. Hier steht der Liner-Lock einfach ab. Das ist dieses Stück Metall, was hier so ein bisschen aus den Griffschalen nach vorne rausragt. Und da steht auch drauf, Press. Wenn du das Messer zukriegen möchtest, musst du hier einfach also dagegen drücken und pressen. Genau deinen Finger natürlich dahin nehmen, wo du gleich die Klinge zumachst. Und kannst es dann zumachen, nachdem du den Finger wieder weggenommen hast. So gesehen ist die Lösung von Switzer oder eben dem Ranger Wood 55 mit dem Knöpfchen drücken erheblich angenehmer, weil man, um das Knöpfchen zu drücken, nicht seinen Finger in den Scharnier der Klinge reinlegen muss. Das ist halt so kleine Details. Und ja, im Grunde ist der Backlock hier bei dem Gelben auch jetzt nicht die allerintelligenteste Lösung, weil du musst halt eben deinen Finger genau dahin legen, wo dann die Klinge einklappt, und du hast auch keine Möglichkeit, das irgendwie anders zu machen. Aber solange du beim Klinge einklappen, die ist auch sehr schwergängig, könnte mal wieder ein paar Tröpfchen Öl gebrauchen, aber dann ist sie immer noch relativ schwergängig, damit das eben nicht so schnell geht, damit das Verletzungsrisiko relativ gering ist. Einzigartige Lösung, ja, das mit diesem kleinen Knöpfchen hier vorne dran und dem Backlock für die Klinge gibt es so nur bei Wenger. So, was haben wir noch für schöne Bauteile? Ahlen. Wir vergleichen jetzt mal Ahlen. Dafür habe ich hier mitgebracht einen Stock. Den würde ich kurz ein bisschen präparieren und dann können wir mal ein bisschen Ahlen testen. So, wir haben hier unseren, war ja klar, Stock. Ich lege das jetzt mal auch noch hin, bevor das als letztes dann noch umfällt. den habe ich jetzt hier vorne mal ein bisschen angeflacht, um einfach mal zu gucken, wie tief wir da mit den jeweiligen Aalen reinkommen. Das ist Hasel, aber sehr eine harte Hasel. Sehr trocken, sehr widerstandsfähig, schwer zu schneiden. Ordentlich hartes Holz. Ne? Also ist Hasel per se ist jetzt nicht so super hart, aber das ist ein sehr hartes Stück. Das gibt natürlich nochmal individuelle Schwankungen innerhalb der Holzart. So, und die verschiedenen Aalen, die wir jetzt bisher so gesehen haben, sind eben Spezialmodell dieses Wengers. Das ist einfach nur ein spitzer Dorn. Der hat keine Klinge und kein gar nichts. Ne? Also kann ich an allen Seiten anfassen, problemlos. Läuft einfach nur spitz zu und ist meiner Meinung nach die mieseste Aale. Sorry, gelbes Messer. Aber die mieseste Aale, die ich bisher so bei irgendeinem Messer gesehen habe. Die variieren übrigens auch sehr stark, ob sie gerade eine Nähöffnung, also eine Fadenführungsöffnung, Nadelöse, danke. Ha, jetzt. Haben oder nicht, ist hier nicht dran, und wie gesagt, ist einfach nur ein langer spitzer Zacken im Grunde. Damit kann man selbstverständlich auch Löchlein bohren. Ja? Dadurch, dass die schön lang und spitz ist, geht sie sehr schön tief ins Holz rein, aber beim Drehen macht sie ihr Loch halt kaum größer. Das heißt, wir kriegen hier nur ein ziemlich kleines Loch, dafür das schon ziemlich schnell ziemlich tief. Meiner Meinung nach aber immer noch meine am wenigsten gemochte Aale, weil alle anderen Aalenmodelle, so zum Beispiel hier die, ist keine dran, die Victorinox-Aale, die hat in manchen Modellen noch ein Nadelöhr und sie hat hier vorne dran eine Klinge. Ja? Und die Klinge ist so ein Stück weit in eine Richtung geschliffen. Das heißt, wenn du das so rumdrehst, dann bohrst du nicht nur, sondern schneidest auch das Loch gleichzeitig frei. Das macht also gleich ein viel breiteres Loch
und ist beim wirklichen Aushöhlen eines Lochs oder ein bisschen seitlich ausschaben, wenn das Loch schon vorhanden ist, erheblich multifunktioneller einsetzbar durch eben diese zusätzliche Schneidwirkung, die wir am Rand haben. Ich mache mal ein zweites Loch. Autsch! Ja, und das ist halt der Scheiß bei den Aalen, bei den sowohl Wenger als auch Victorinox-Messern, dass man sich den Finger einklemmen kann, wenn man nicht dran denkt, dass die Aale immer so verwendet werden muss, sonst kann man sich wehtun. Ja? Oder man sie halt sonst irgendwie mit dem Finger fixiert. Dann aber, wenn das funktioniert, dann geht die nicht so schnell so tief rein, aber sie hat halt ein deutlich breiteres, gleich schön ausgeschnittenes Loch sozusagen. Könnt ihr sehen, sie ist nicht viel größer, aber es wirkt feiner und es macht auch mehr Freude irgendwie damit zu arbeiten. Man hat einfach das Gefühl, man kriegt mehr Material bewegt durch die Klinge, die da dran ist. So, wir haben noch ein weiteres Aalenmodell bzw. den Sonderfall bei den Switzer-Messern. Da sitzt die Aale nämlich hier. Also die ist nicht hinten dran als sowas, wo sie dann hier rausgucken würde, sondern ganz normal wie alle anderen Werkzeuge auch am Rand vom Messer. Sie hat auch eine Klinge, aber quasi eine Messerklinge, was hier dran ist. Das heißt, man kann die Aale alternativ auch als kleines Messer verwenden und zum Beispiel damit wunderbar irgendwelche schabenden Bewegungen durchführen. Ja, wenn man irgendwelches fein abgeschabtes Material, insbesondere als Zunder, haben möchte, was man von irgendeinem Stück Holz kratzt. Ja, das ist noch eine Sonderfunktion, die je nach Holz mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Man kann damit auch guten Feierstil anreißen, dann ist sie hinterher aber stumpf. Und ja, ich würde es mal als Sonderfunktion für Spezialfälle betrachten wollen. Ansonsten, das Ding läuft verdammt spitz zu, ist also rein von der Spitzigkeit her die spitzeste bisher und hat aber hier eine Daumenauflage. Dadurch, dass die hier eine Daumenauflage hat, sie hat übrigens auch ein Loch, ich weiß nicht, ob man es sehen kann für einen Faden, ein relativ kleines Loch. Dadurch, dass es eine Daumenauflage hat, lässt sie sich natürlich super präzise verwenden, kann aber nicht tief eindringen, weil das die Daumenauflage verhindert. Darum weiß ich nicht genau, was ich von den Switzer-Aalen halten soll. Die sind so ein bisschen oberflächlich toll, aber wenn du dann in die Tiefe möchtest, dann musst du dir irgendwas einfallen lassen oder halt einfach die Daumenauflage ignorieren. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen mehr gebohrt als mit den anderen. Aber dann macht sie schon ein tiefes Loch. Ja? Also schon auch das größte Loch. Also ich finde die ehrlich gesagt bisher am besten. Sie irritieren mich irgendwie, weil sie so ein bisschen anders da sind. Aber ich habe schon früher beim Verwenden von der Aale festgestellt, die macht halt so ein richtig schön großes. Du musst halt auch ein großes Loch haben wollen, das ist der Haken. Aber sie macht ein schön großes Loch. Und es darf halt nicht zu dick sein, das Material, wo man durchstoßen möchte. Da kann man vielleicht nochmal erwähnen, wenn man jetzt einen großen, einen relativ langen, lange Öse in ein Holz reinkriegen, dann ist man natürlich mit der relativ langen Spitzenaale hier, die auch in die Tiefe noch funktioniert, zumindest theoretisch, ganz gut bedient. Ah, ich tue mich schwer. Ja, ich tue mich schwer. Also es gibt deutliche Unterschiede. Die Aalen sind vielleicht mit das unterschiedlichste Werkzeug, das an diesen Messern irgendwo verbaut ist. So, jetzt gibt es ja noch den geheimnisvollen anderen Hersteller hier. Das von den Söhnen inspirierte Messer. Und das stellt tatsächlich so ein Hybrid aus allen bisher gezeigten Aalentypen, finde ich, her. Noch am ehesten erinnert es ans Victorinox, die Variante mit Fadenöse. Öhr, ach Mann, und ist aber etwas massiver, ist insgesamt etwas größer, ist wieder hier in der Mitte angebracht, das heißt, man sollte das Messer wieder so halten, zumindest für die ersten paar Umdrehungen, und wenn nicht, irgendwie anderweitig fixieren, und wirkt recht hochwertig,
wirkt auch recht scharf, wenn man dran entlang führt, aber, das werdet ihr auf der Kamera nicht sehen, die ist nicht ganz symmetrisch geschliffen. Also beim Schliff, da hat derjenige, der das gemacht hat, das ist offensichtlich Handarbeit, ein kleines bisschen an der Spitze, das ein bisschen verfuscht, da ist der Schliff nicht so gut. Und das war nicht ich, der das Ding da schon ein bisschen abgenutzt hat. Ja? Also Verarbeitungsqualität 1-. Ja, es ist wirklich winzig, winzig, Kleinigkeit. So, die testen wir auch mal. Ist übrigens auch schön scharf, das Ding. Oh ja. Tja. Ja, also da muss ich sagen, finde ich jetzt, gerade weil sie eben nicht eine Daumenauflage hat und sie ein genauso großes Loch macht wie die Switzer-Aale, die am besten. Das ist interessant, weil die ist rein ingenieurstechnisch am jüngsten. Das heißt, die letzte Aale, die erfunden wurde von allen Aalen, die ich hier zur Verfügung habe, die ingeniert wurde, wenn man so möchte, ist eben die, und die scheint mir wirklich die bissigste und böseste zu sein. Und gerade da das Naturensöhne-Messer ja vermutlich hauptsächlich zur Holzbearbeitung gedacht ist von den zwei, finde ich es eben, dass hier so eine richtig schöne, ordentlich bissige, böse Aale dran ist. Sehr, sehr, sehr zielführend und eine schöne Sache. So. Der Vollständigkeit halber reden wir mal noch über die Schweizer Soldatenausführung, das Soldatenmesser 08, ja, also zeitgenössische Version des Soldatenmessers 08. Das hat ja eine gewisse Evolution durchlebt, wozu es auch ein paar interessante Bilder gibt, die ich euch, während ich hier erzähle, mal vielleicht noch einblende. Das hat standardmäßig einen Schlitzschraubenzieher, einen kleinen Schlitzschraubenzieher, einen Dosenöffner, einen Kapselheber, einen Drahtabisolierer, einen Kreuzschlitzschraubenzieher, gepriesen sei diese Firma, dass sie nicht nur immer nur den blöden Korkenzieher verbaut, also was soll ein Soldat damit, im Dienst soll er ja eh nicht saufen, und wieder eine Standard-Aale, die kennen wir schon, das ist dieselbe wie überall sonst auch, ja, von Victorinox. Die ist bei mir jetzt schon relativ abgenutzt, aber sie funktioniert schon noch. Besonderheit beim Soldatenmesser neben der langen Säge, weil das jetzt auch ein deutlich längeres Messer ist, ich hoffe, das habt ihr gesehen, das sind so die Standardmesserchen, ne? Da ist also noch mal ein ganzes Stück mehr Messer dran, oder im Vergleich zum Huntsman. Ja, also noch mal ein deutliches Stück mehr Messer dran, und das führt natürlich dazu, dass wir ein potenziell etwas längeres Werkzeug verbauen können. Und das ist gerade bei der Säge, wenn wir dann über die Sägen sprechen, ganz wichtig. Jeder Zentimeter mehr Säge macht die Säge um viel nützlicher. Gut, wie auch immer, Elefant im Raum ist natürlich die Wellenschliffklinge, die im oberen Bereich der Klinge den Wellenschliff aufweist. Das ist als Brötchenmesser hervorragend. Ich habe ja selber, die deutsche Bundeswehr hat ja auch quasi genau dasselbe Messer. Es hat ein bisschen andere Griffschalen, ist ein Bundesadler drauf statt einem Schweizer Kreuz. Und das war es aber dann auch an Unterschied. Und da muss ich sagen, so zum Brötchen aufschneiden, eben auch als Festbarmesser, wenn du dann halt mal unterwegs was zu essen machst, zum EPA-Verzehr, was ich ja nie gekriegt habe, aber ich glaube, es wäre vielleicht ganz gut geil, denn ich hätte so gerne mal ein EPA gehabt. Egal, aber da wir echte Brötchen bekommen haben, würde ich behaupten wollen, dafür war es sehr, sehr gut geeignet. Auch sonst hat sich das im Alltag, ich habe das ganz lange, mein Original von der Bundeswehr, das liegt irgendwo andersrum, keine Ahnung, wo ich das gerade hingepackt habe, habe das ganz lange verwendet, eben einfach als Alltagsmesser. Es ist natürlich praktisch, weil es eine Einhandbedienung hat. Ja. Die war damals auch schon, oder zumindest eine große Zeit, die ich das Original von der Bundeswehr geführt habe, war sie auch schon verboten. Beziehungsweise nicht, man ist nicht führungsberechtigt, wenn man das Messer halt mit einer Hand aufmachen kann. Ne? 42a, alte Schule, kennen wir inzwischen alle hoffentlich das Ding. Wird sich ja jetzt möglicherweise noch mal ein bisschen ändern, ist dann irgendwie anders. Aber in jedem Fall derzeit so nicht führbar. Jetzt in meinem, unserem Garten hier, selbstverständlich kein Problem. Aber damit einfach normal rumlaufen darfst du eigentlich nicht. Wenn du dann irgendwie doof kontrolliert wirst, bist du es halt los, weil es halt eine Einhandöffnung hat. Ja, ich glaube, Soldat zu sein und das Ding in der Uniform mitzuführen, was du standardmäßig sollst, zählt wahrscheinlich als berechtigtes Interesse, aber selbst da streiten sich die Leute, die sich da streiten wollen.
Wenn man schon einen Wellenschliff an einem Messer anbringt, dann ist das die einzig richtige Art und Weise, die wir hier sehen können, nämlich der Wellenschliff ist vorne, die glatte Klinge, wenn es ein Teilklinge ist, ne? Teils glatt, teils Wellenschliff, dann Wellenschliff bitte vorn, glatte Klinge hinten. Warum? Ja, wenn du damit schnitzen möchtest, dann nimmst du es möglichst nah an den Körper, setzt die Klinge weit unten, also den unteren Teil der Klinge an dem an, wo du rumschnitzen möchtest, ja? Und machst dann da entsprechend deinen Schnitt mit dem unteren Teil der Schneide, insbesondere wenn du so einen kraftvollen Schnitt, wie das, was ich hier gerade versucht habe, machen möchtest. Und du setzt nicht super weit oben an, wie das zum Beispiel beim Lidl-Messer für 5 Euro oder 4 Euro oder was das immer auch immer, nee, das war das Aldi-Messer, Entschuldigung, das Aldi-Messer für 5 Euro, so rum. Da ist es halt andersrum, dass die Serrations unten und die glatte Klinge oben sind und das ist im Grunde völlig hirnrissig. Und darum bin ich dankbar, dass man das hier auf die einzig richtige Art und Weise gemacht hat. Neben dem Soldatenmesser 08 bzw. der Bundeswehr-Variante oder der anderen Militär-Varianten, es gibt inzwischen noch ein paar andere Armeen, die das Ding als Standard, ja, Soldatentaschenmesser quasi verwenden, gibt es noch einen zweiten Messertyp, der genau die gleiche Klinge hat und das ist lustigerweise ausgerechnet dieses farbenfrohe Dingens hier, nämlich das Rescue-Tool mit der Standardklinge, exakt dieselbe, wie sie auch im Soldatenmesser verbaut ist, mit Teilwellenschliff und eben Teil glatter Klinge. Die ist übrigens auch das Problem, weshalb so ein Rescue-Tool waffenrechtlich unter den 42a trotzdem drunter fällt, weil die Klinge ist einhändig zu öffnen. Natürlich ist sie das. Wenn du ein Rescue-Tool verwendest, musst du es ja schnell griffbereit haben und dann ist es logisch, dass man jedes Gerät, was hier dran ist, möglichst schnell aufmachen kann. Darunter eben auch die Klinge und deswegen hat die eine Einhandbedienung. Für den Schweizer ergibt das vollkommen Sinn, der hat aber auch nicht Deutschlands komisches Messerwaffenrecht. Und was ist hier sonst noch so dran? Die können wir kurz durchgehen, weil die sind nirgendwo anders. Das da ist eine Frontscheibensäge oder Heckscheibensäge, da funktioniert sie wahrscheinlich genauso. Das heißt, damit kannst du dich, wenn du dann mal ein Loch drin hast, durch Sicherheitsglas, das dann hier so lustig splittert, hat ja jeder schon mal gesehen. Leider haben wir wahrscheinlich alle mal einen Verkehrsunfall gesehen, wo man dieses Glas von Fahrzeugen im gesplitterten Zustand mal zu sehen bekommen hat. Und dann kann man das da quasi reinstecken ins Loch, das man gerade eingeschlagen hat mit dem hier verbauten Glashammer, zeige ich euch gleich, und sägt dann hoffentlich Handschuhe tragend, das ist die Voraussetzung, sonst ist die Hand nämlich im Eimer mit ziemlicher Sicherheit, quasi dann großes Loch in Heck oder Frontscheibe, um dann zur Not jemanden rauszuholen, der da eben drin ist. Idee dieses Messers ist es also, dass man es im Auto drin hat, vorne drin liegend, hinten drin liegend, irgendwo so drin liegend, dass man jedenfalls schnell rankommt, entweder um sich selbst frei zu machen, rauszuschneiden oder bei einem Unfall, wo man dazukommt, eben jemand anders gegebenenfalls rauszuschneiden und dann da eben das Werkzeug parat zu haben, um das zu tun. Deswegen ist ja auch diese lange Klinge dran mit nur Wellenschliff und das ist eine der wenigen Anwendungsfälle, wo Wellenschliff echt eine richtig gute Idee ist, das ist nämlich ein Gurtschneider. Damit kannst du ohne großes Verletzungsrisiko, da ist ja keine Spitze dran oder ähnliches, ne, denjenigen, der im Auto sitzt, den Gurt wegschneiden, wann der irgendwie verklemmt ist und so weiter. Das kennt man ja aus der Sicherheitsunterweisung beim Führerschein machen. Erste-Hilfe-Kurs zum Führerschein und solche Späße. Das kriegt man damit also erheblich besser durchgeschnitten, als würde man die normale Klinge nehmen. Da hat man nämlich das Risiko, dass man denjenigen, der im Gurt sitzt, eben aus Versehen abpiekst, weil das Ding halt noch eine Spitze hat. Und das unterscheidet jetzt manche anderen Rettungsmesser auf dem Markt von diesem Rettungsmesser hier, das ich schon persönlich praktischer finde, weil man halt einfach so viele Situationen, es gibt so viele Situationen, wo du einfach eine stinknormale Messerklinge brauchen kannst und die ganzen Rettungswerkzeuge, aber zulässig als Einhandhöfner wäre das Ding nur, wenn die Klinge oben flach wäre, beziehungsweise statt der Klinge die Einhandmechanik am Gurtschneider dran wäre und nicht an der normalen Messerklinge. Und das sind dann so Gründe, weshalb das Ding eben tatsächlich unter den 42a, also Führungsverbot, außerberechtigter Grund. Zum Beispiel, du musst jemanden aus seinem Auto rausschneiden oder sonst wie, das wäre dann wahrscheinlich juristisch kein Problem. Aber ja, ne, erstmal fällt es drunter. Das ist noch der Glasbrecher. Den hat außer diesem Rescue-Tool nur noch ein anderes Messer. Und zwar lustigerweise, auch wenn man das im ersten Moment nicht vermuten würde, das hier.
Ja, hier ist so ein kleiner Knubbelchen dran, das ist auch ein Glasbrecher, braucht natürlich Handschuhe, in beiden Fällen würde ich den nur verwenden, wenn ich Handschuhe anhabe, Eigensicherung, außer jemand hockt im Auto, den ich da unbedingt draußen haben möchte, auch unter Gefährdung meiner selbst. Das ist natürlich nochmal was anderes, aber sonst wäre das schon sinnvoll, hier Handschuhe zu verwenden, bevor man so einen Glasbrecher verwendet, mit dem man in dichten Kontakt zur Scheibe kommt, wenn man ihn verwendet. Aber das ist interessant, dass man beim Naturensöhne-Modell eben auch daran gedacht hat, da einen Glasbrecher einzubauen. So, jetzt haben wir gar nicht mehr so viel. Also irgendwann ist auch Ende. Ja, zum Beispiel das Ding hier jetzt nochmal kurz. Auch wieder ein Victorinox, beziehungsweise ein von Wenger inspiriertes Victorinox. Das wäre jetzt hier eben dieses Modell, das sich unterscheidet von diesem Modell schlicht und ergreifend dadurch, dass hier der Wellenschliff fehlt. Das heißt, das ist halt einfach nur eine glatte Klinge und ist ansonsten nahezu baugleich. Ja, auch die Griffschalen sind sehr ähnlich gehalten. Ist natürlich jetzt optisch noch ein bisschen hier, noch ein bisschen mehr Gummizeugs dran, damit es besser in der Hand sitzt. Aber die sind ansonsten wirklich baugleich. Natürlich auch ein kleiner Unterschied durch diese hervorstehende Platte, auf die man dann bitte pressen soll, um das Ding dann wieder besser zuzukriegen. Und das ist es im Grunde. Ne? Also kein allzu großer Unterschied. Wenn man das eine hat, braucht man das andere vielleicht nicht unbedingt. Ich bin aber trotzdem dankbar, dass ich da alle beide von habe. So, ja, das sind so die wesentlichen Sachen, die ich vorgezeigt haben wollte. Ah ja, von Victorinox gibt es sehr passend, finde ich, zu sämtlichen Schweizer Taschenmessern noch diesen Schleifstab. Der funktioniert auf zwei Weisen. Einmal so, ja, dass man ihn einfach aufzieht. Das sieht aus wie so ein Stift. Und man damit dann halt irgendwie, wo haben wir denn gerade, was hat's denn nötig? Das Ding hat's nötig. Das Ding halt dann hier so abzieht, indem man diesen hier macht. Und dabei sich bitte nicht in die Finger schneidet, weil man ja meistens zum Körper hin, beziehungsweise zur Hand, die das hält, hin arbeitet. Und da gibt es eine einfache Lösung. Man kann nämlich das Risiko, sich in den Finger zu schneiden, wunderbar minimieren, indem man das einfach so umbaut. Dann ist das schön weit weg von der Hand und dann kann man da deutlich besser schleifen. Ne? Und dabei natürlich immer denselben Winkel halten. Und dann schafft zumindest jemand wie ich, der ich zwei linke Hände habe bei sowas, die Messer auf einer brauchbaren Gebrauchsschärfe zu halten. Geht ein Momentchen und irgendwann ist der übrigens auch mal abgenutzt, so ein Schleifstab. Ne? Da darf man sich dann auch mal irgendwann einen neuen kaufen. Oh ja, deutlicher Unterschied. Das Schöne bei dem Ding ist, wenn man es eilig hat und gerade keine Lust mit dem Schleifstab wirklich zu arbeiten, dann hat er hier auf der Rückseite noch so einen kleinen Keramikkerbenschleifer, nenne ich den jetzt einfach mal. Und ja, da kann man ein Messer auch einfach durchziehen. Diesen hier. Das ist eigentlich gedacht für den Feinschliff. Nachdem man mit dem Stab drüber gegangen ist, ist das hier nochmal ein bisschen feiner. Und meiner Erfahrung nach funktioniert es aber auch, wenn man mal ganz schnell eben ein kleines bisschen nachschärfen möchte dann ein größerer Schliff nicht notwendig ist, dann kann man damit auch sonst mit wenig Druck übrigens nochmal ein bisschen eine schärfere Klinge auf dem Wege dann quasi hinkriegen. No, das funktioniert eigentlich ganz gut und ist dann mindestens für Gebrauchsschärfe dann wieder wunderbar hergestellt. So viel dazu, einfach damit wir das nochmal erwähnt haben. Ich finde auch diese Form als Stift zum in die Hosentasche stecken, beziehungsweise einfach irgendwie so in der Hemdtasche transportieren oder sonst wie oder von mir aus hier hinstecken, ist völlig egal. Ne? Finde ich super praktisch, ist genauso praktisch dabei zu haben wie halt ein Schweizer Taschenmesser, das du einfach in die Hosentasche stecken kannst. Apropos Aufbewahrung bzw. hinstecken, da sind natürlich solche Clips, wie er hier am Naturensöhne-Modell verbaut ist, super, super praktisch, weil je nachdem, was man für eine Hose hat und je nachdem, wie große Taschen die hat, musst du manchmal relativ viel lange kramen, bis du dein Messer findest und mit so einem Clip
klippt man sich natürlich innen in die Hosentasche direkt an den Rand und weiß dann immer, wenn man in die Hosentasche greift, wo dann gleich direkt das Messer ist. Funktioniert selbstverständlich auch bei jeder anderen Form von Tasche. Wenn man es in einer anderen Tasche aufbewahren möchte, bin ich eigentlich immer sehr dankbar, wenn gerade Taschenmesser so einen Clip haben. Bei einem Nicht-Taschenmesser brauche ich das auch nicht, weil das kommt ja eh nicht in die Tasche, und wenn doch, dann darf es ruhig mal ein bisschen dauern, bis man es gefunden hat. Aber da muss ich sagen, finde ich das schon praktisch. Nachteil liegt da natürlich nicht mehr ganz so handschmeichelnd in der Hand, wenn man da diesen Clip im Weg hat. Ohne den Clip wäre das natürlich deutlich handschmeichelnder, wie das zum Beispiel hier bei so einem Exemplar, die sind schon sehr angenehm in der Hand, ne? Der Fall wäre. Ja, jetzt bei all diesen Messern, was ist, beziehungsweise wir müssen immer mal über den LLD hier reden, ja, die haben halt diese leichte Banane und unterscheiden sich nochmal in ihren Werkzeugen, auch wieder vom Design etwas von Wenger und Victorinox, insbesondere der Dosenöffner ist hier etwas speziell. Jetzt habe ich den immer noch nicht ausprobiert, weil wir haben halt bessere Dosenöffner als die, die an so einem Messer dran sind. Und ich hatte einen Switzer noch nie dabei, wenn es darum ging, meine Dose aufzumachen. Ich werde das kommendes Wochenende von mir aus gesehen mal ändern und auf Exkursion, auf Fortbildung. Ja, hin und wieder mache ich ja auch meine Fortbildung, freue mich schon. Muss ich nichts selber erzählen, muss ich nur zuhören und von denjenigen lernen, die älter und weiser sind als ich. Das ist immer hochgradig angenehm, weil meistens muss ich ja was erklären. Und dann freue ich mich, wenn die Älteren und Weiseren Zeit haben, um mir und meinesgleichen was beizubringen. Wie auch immer, jedenfalls, ich werde ihn jetzt mal ausprobieren, kann bisher noch nicht sagen, inwiefern der gut funktioniert. Ist so ein, ja, ist so ein Hybrid aus beidem. Dieses Loch hier oben, abgesehen davon, dass es lustig aussieht, ist einfach für den Finger, ne, dass man es gut auf und zu bekommt. Das ist auch schon alles. Und ja, ansonsten, die sind hervorragend verarbeitet, wie ich schon gesagt habe. Sie haben jeweils auch nochmal einen ollen Korkenzieher. Ach ja, beim Korkenzieher wollte ich ja noch sagen, der ist sehr massiv. Die Messer hier sind ungefähr gleich lang, nicht ganz. Das Switzer ist ein kleines bisschen größer. Zack. Aber zumindest im Korkenzieher sieht man wirklich einen deutlichen Größenunterschied. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ja. Der ist auch etwas dicker und er ist etwas länger. Und damit würde ich sagen, wenn man schon die Weinflasche in romantischen Notsituationen dringend aufmachen möchte mit einem Schweizer Taschenmesser, dann sind die von Switzer am besten, weil sie halt eben den massivsten Korkenzieher dran haben. Die Modelle haben jeweils keinen. Zum Beispiel hier das Ranger Wood. Der steht schräg, wie unschwer zu erkennen ist. Das liegt daran, dass ich mir halt eben genau in der Situation, meine Frau weiß, wovon ich rede, weil sie ist schuld, verbogen habe im Versuch für eine schnelle romantische Flasche Wein, diese eben schnell aufzubekommen. Ja. Und auch bei diesem großen Modell, das ist eines der größten Victorinox-Messer, die es gibt, muss ich sagen, die Korkenzieher, die sind identisch lang. Und der vom Switzer, der wirkt ein Hauch kräftiger, ein Hauch. Ja. Das sind wahrscheinlich ein halber Millimeter oder irgendwas, was der dicker ist. Aber irgendwie, wer jetzt viel Wert auf den Korkenzieher legt und das unbedingt braucht, dem kann ich Switzer-Messer in dieser Hinsicht durchaus ans Herz legen. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist einmal Säge und noch einmal Klinge und dann haben wir es. Nämlich die Klingen, dann nehmen wir jetzt hier wieder einfach unseren Stock, so wie der jetzt ist. Und testen mal die Klingen verschiedener Messertypen, hier ist nicht jedes Messer. Bei den Switzer-Messern muss man sagen, die Klinge ist erstens sehr hübsch, hat hier auch gerade auf dieser Seite mit dieser lustigen Daumennagelkerbe, auch für Menschen mit wenig Daumennagel, einfach dadurch, dass das durchgehend ein Loch ist, ist das sehr einfach zu greifen. Das finde ich schon mal sehr schön. Die Spitze ist so mittelspitz, würde ich behaupten. Das ist bei den meisten dieser Messern so. Klingenlänge ist, glaube ich, 8 cm, 7,5 bis 8, je nach Modell, irgend sowas um den Dreh. Sind hier unten schön eng anliegend, haben eine Schleifkerbe, wie man da sehen kann. Das ist auch nochmal ein nettes Detail für denjenigen, der die Messer auch wieder scharf bekommen möchte. Ich denke, da muss ich jetzt nichts nachschleifen. Das ist schon ein bisschen länger in einem ganz guten Zustand. Swiss Made steht hier noch drauf. Ne? Es steht natürlich nicht. Und ja, das probieren wir doch jetzt einfach mal aus. Übrigens, durch diese spezielle Geometrie steht die Klinge so ein bisschen vor. Es hat so ein bisschen was von einem, ja, ein bisschen was von einem Kukri gefühlt. Ne? Wenn du es hältst, natürlich nicht mehr. Das liegt, ist aber ergonomisch vom Winkel des Handgelenks durchaus interessant, um damit eben zu schnitzen. So,
ja, schneidet hervorragend. Ja, ist wirklich super. Also für so ein kleines Taschenmesser schneidet das Ding hervorragend. Kriegt von mir eine 1-, damit wir irgendjemand die 1 geben können. Ist wirklich super. Es macht wirklich viel Freude, damit zu arbeiten. Zum Beispiel hier diese Soldatenversion. Wenn man mit dem Wellenschliff schneidet, dann kriegt man halt hinterher auch irgendwie so einen Wellenschliff hin. Aber das Ding ist halt auch bombenscharf und hervorragend zum Schnitzen geeignet, da fliegen die Fetzen. Ne? Das sind alles ausgezeichnete Messer, auch wirklich zur Holzbearbeitung absolut geeignet. Da muss man kein riesen sonst was Messer dabei haben, die Dinger taugen absolut. Ja, selbst so kleine hier wie dieses Maniküre-Wenger. Das ist ein kleines bisschen weniger aggressiv. Das kriegt jetzt eine 2. Ne? Aber das reicht auch völlig. Damit kann man auch wunderbar, überhaupt ohne jedes Problem, entsprechend Stöckchen anspitzen und große Mengen Holz abtragen und so weiter und so fort. Für so ein kleines, leichtes Messerchen, das nun wirklich in jede Hosentasche passen dürfte, ist das doch völlig in Ordnung. Also wirklich gut. Gut. Das frisch geschliffene zum, als Wengermesser vielleicht hier gerade nochmal. Oh ja, frisch geschliffen war gut. Beißt noch mal ein bisschen weniger, würde ich jetzt eine 2- geben. Von der Klinge war ich noch nie so begeistert bei dem gelben Ding. Ja. Trotz frisch geschliffen ist auch ein bisschen, die Klinge sitzt auf der falschen Seite meiner Meinung nach. Ich hätte die lieber nicht statt hier, hier. Und dann, damit komme ich irgendwie nicht so wirklich zurecht. Beziehungsweise ich würde fast lieber zum Körper hinarbeiten, aber ja, das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb sich das nicht ganz so gut anfühlt. Ranger Wood spare ich mir, das ist außer Konkurrenz. Das ist einfach so riesig, dass die Klinge so schön lang, dass man die schön durchs Holz ziehen kann. Ist halt aber auch ein Trümmer, ne? Den musst du erstmal mitnehmen wollen. Da ist die Hosentasche dann schon relativ voll. Oder je nach Hosentasche fällt das dann auch schon auf. Und ist genauso 42A-konform wie fast alle anderen Messer, außer dem hier. Aber ja, damit kann man dann möglicherweise schon mal jemanden erschrecken. Andererseits durch die schönen Holzschalen ist auch klar, dass das ein Liebhaberstück ist. Und ja, ja, das muss ich auch dringend mal wieder schleifen, aber jetzt nutzen wir es trotzdem mal. Ja, das ist zu stumpf. Ja. Das ist definitiv jetzt zu stumpf. Ja, auch so ungefähr auf dem Niveau von dem Ding. Also da muss ich, ja, da muss ich nachher nochmal drüber. Was mich jetzt sehr interessieren würde, was denn eigentlich hiermit? Jetzt ist ein Leatherman. So ein Ding. Ne? Die Dinger sind sauteuer für das, was sie können. Das, was sie können, ist zusätzlich noch eine Zange haben. Halt eine sehr gute Zange bekanntermaßen. Aber ich brauche für das, was ich so treibe, eigentlich so gut wie nie einen Leatherman. Ich habe einen, weil er zu einem Abo meiner Forstzeitung, Fachzeitschrift, für Forstmenschen, Waldmenschen etc. pp. Forstwissenschaft. Da war das halt als Werbegeschenk dabei. Dann habe ich es gern genommen. Aber brauchen tue ich das Ding eigentlich so gut wie nie. Das Schöne ist, dass es für Leatherman so Bits gibt. Die haben immer einen Bithalter und sie haben Bits. Und den gibt es halt mit Kreuzschlitz oder anderem Kreuzschlitz, weil Schlitz ist auch so einer dran, glaube ich. Und da kann man schon sehr viele verschiedene Bits theoretisch dazu kaufen und dann jede Menge unterschiedliche Werkzeuge da dran bauen und alles Mögliche unterwegs rumschraubseln. Aber zumindest ich schraubsel halt wenig unterwegs rum. Und drum sind mir die Teile jetzt relativ ja, egal eigentlich. Ja, brauche ich jetzt persönlich so gut wie nie. Drum, ja, eher was für Leute, die mehr im, da hockt jetzt eine Schnecke dran, im keine Ahnung, urbanen Bereich unterwegs sind, aber so als Waldwerkzeug eher nicht so. Die Klinge hat auch wieder Serrations und da ist, jetzt ist die Schnecke gerade wieder rausgekommen. Moment, ich werde sie gerade los. Ha, jetzt. So, tschüss Schnecke. Und
die ist im Grunde das Werkzeug, was ich von dem Ding am meisten verwendet habe, wenn ich es mal dabei habe. Blöderweise ist die Klinge einhändig zu öffnen und damit fällt das ganze Gerät. Es ist super unwahrscheinlich, dass jemand damit Unsinn anstellt, aber du kannst die Klinge schnell aufmachen, also 42a Führungsverbot. Ne? Und hat den geraden Schliff vorne, den Wellenschliff hinten, also genau falsch rum. Das ist auch ein bisschen schade. Das nennt sich übrigens Scale Tool, glaube ich. Ja, Scale Tool, so rum. Neben der Klinge und diesem Bithalter für die verschiedenen Bits und der Zange selbstverständlich war es das schon. Das hat ansonsten noch einen Karabinerhaken. Den Karabinerhaken kannst du auch als Flaschenöffner verwenden und mehr Funktionen sind da gar nicht dran. Fast jedes Schweizer Messer hat mehr. Aber es hat halt die tolle Zange und es sieht irgendwie cool aus. Ist auch relativ leicht. Und die Klinge ist schon aus einem vernünftigen Stahl. Aber dadurch, dass da halt dieser Wellenschliff dran ist, sonst würde ich sagen, die schneidet super, aber man muss halt viel zu weit vorne ansetzen. Ja, für Feinarbeiten oder sowas, da ist sie dann gut. Ich will jetzt nicht behaupten, ich meine, Leathermans sind super teuer, die werden mit gutem Stahl hergestellt und so weiter. Die Klinge arretiert auch, ist auch wichtig, beziehungsweise ein netter Bonusfaktor, lässt sich halt wirklich super schnell auf und zu klappen. Schönes Spielzeug, ein Stück weit, aber für mich keine Konkurrenz zu den Schweizer Messern, weil die meisten Funktionen, die da dran sind, ich halt gerne mag, insbesondere auch die Säge. So, ein letzter Schnitztest noch mit dem Ding. Denn die Klinge vom Naturensöhne Mark II unterscheidet sich von allen anderen Klingen, die wir jetzt bisher gesehen haben, in einem kleinen Detail, das man wahrscheinlich nicht sehen kann auf der Kamera. Das kann ich euch nur sehr schwer, hier in der Lichtreflexion sieht man es vielleicht andeutungsweise, zeigen, denn das ist eine Hohlschliffklinge. Ja? Alle Klingen, die wir hier haben, sind im Grunde ein spitz zulaufender Keil, wupp, aber gleichmäßig, das nennt man Flachschliff. Ja? Eine relativ dünne Klinge wird bis nach vorne, bis zur Schneide hin einfach immer weiter abgeschliffen und an der Schneide ist logischerweise der Winkel, wo sie dann zusammentreffen und da ist sie dann halt scharf. Ne? Und das ist also ein ganz schmal zulaufender Keil. Eine hohe, dann gäbe es theoretisch den balligen Schliff, das würde ungefähr so aussehen, ja so in etwa. Ja, das ist also ganz was Spezielles, macht man für Äxte. Es gibt den Scandi-Schliff, der ist erst parallel und klappt dann am Ende zusammen. Also die Klinge bleibt gerade und macht dann einen relativ kurzen Bereich, wo sie dann einen Spitzenwinkel hat. Und beim Hohlschliff, das verläuft in etwa so, also ja, schwierig. Ja? Irgendwie genau so im Grunde, ja, wenn ich das jetzt irgendwie vormachen muss. Das heißt, die fängt dick an und ist dann konkav, genau, ja. Konkav zur Mitte hin quasi verjüngt. Das sorgt dafür, dass der Winkel, den wir endgültig an der Schneide haben, nochmal ein bisschen spitzer zuläuft, als man bei der Breite der Klinge sonst vermuten würde. So, und dann scheint Gerrit und Andi wichtig gewesen zu sein, dass die Klinge ein Hauch breiter ist, als das üblicherweise bei einem Schweizer Taschenmesser der Fall ist, weil man ja im Walde ein bisschen ruppiger mit dem Zeug umgeht und so weiter und so fort. Darum ist die Klingenstärke hier ein kleines bisschen, nicht viel, aber ein kleines bisschen dicker als zum Beispiel eben die standardgroße Klinge von einem Standard Victorinox Huntsman. Das kann ich euch auf der Kamera kaum zeigen, aber so ein kleines bisschen dicker, übrigens auch ein Hauch länger, ein Hauch, nicht viel, das ist schon ein gutes Gefühl, ehrlich gesagt. Was natürlich durch den Hohlschliff Stück weit wieder ausgeglichen wird. Das heißt, dass die Menge an Stahl, die letzten Endes dranhängt an dem Messer, aus dem es besteht, die dürfte ziemlich identisch mit der Victorinox-Klinge plus minus sein, eben weil der Hohlschliff insgesamt ein bisschen mehr Material abträgt. Ich mag Hohlschliffe sehr gern. Die sind ein bisschen komplizierter nachzuschleifen, als das bei Nicht-Hohlschliffmessern der Fall ist. Aber sie sind halt super, super scharf. Und sie bleiben, wenn man sie halbwegs pfleglich behandelt, sie sind auch etwas empfindlicher, da kann schneller mal ein bisschen was von der Klinge ausbrechen, wenn man Unsinn damit anstellt und so weiter. Aber das ist nur ein stinknormales Taschenmesser. Das ist ja nichts, mit dem man was tun möchte. Und drum bin ich der Meinung, dass die dadurch relativ lange relativ hart bleiben. So. Jetzt ist es außerdem noch so, auch nochmal ein Merkmal, dass man bei der Naturensöhne-Klinge wirklich hervorheben muss,
Während normale Victorinox-Messer, ich habe keine Ahnung, aus welchem Stahl die genau bestehen. Das kann man bestimmt irgendwo nachlesen. Aber es ist ein gut behandelter und ein gut gemachter 0815 Stahl, so mehr oder weniger. Wahrscheinlich irgend so ein 420er oder irgend sowas in die Richtung. Hier war Gerrit und Andi wieder wichtig, dass das ein 12C27 ist, ein Sandvik-Stahl, der auch bei vielen skandinavischen Messern verwendet wird. Und das ist nach Meinung von vielen Leuten, die mit Messern zu tun haben, schon einer der besseren. Natürlich ist kein super ultra krasser Sternenstaub, Hokuspokus Harry Potter Stahl, aber schon definitiv was mit Namen, was man kennt, was ordentliche Qualitäten hat. Und auch bei nicht absolut toller Verarbeitung schon immer eigentlich ganz gut ist. Das ist unter anderem auch bei, ich meine, mindestens manchen Mora-Messern verbaut und ganz vielen sonstigen skandinavischen Messern. Und die sind eigentlich im Regelfall ja alle mindestens ganz gut. Drum, ich habe das jetzt noch nie zum Schnitzen verwendet und bin jetzt selber mal gespannt. Oh, 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 ja, auch im Bereich... Mhm. Ja, da würde ich auch um 1 rum sagen. Ja. 1 minus. 1 vergeben wir nur, wenn irgendwas nicht von dieser Welt ist. Ja, hervorragend. Hervorragend. Ja, wirklich, wirklich sehr schön. Sehr schön. Tolle Schneidfähigkeit, netter Winkel. Was ich auch mag eben bei dem Hochschliff, da kommt es ja auch darauf an, mit welchem Winkel dringt man in das Holz ein. Je flacher der Winkel, desto größer hast du eine Keilwirkung. Das heißt, du spaltest beim Schneiden natürlich schneller ein Stück Holz ab. Das fliegt dann weg. Wenn du einen breiteren Keil hast, hast du eine schmale Klinge, kannst du viel tiefer ins Holz eindringen, bevor die Spaltwirkung dafür sorgt, dass du da wirklich was abschneidest. Und das ist mir persönlich meistens lieber, weil man damit längere Schnitte durchs Holz machen kann. Und wenn man was anspitzen will oder einfach eine größere Menge Holz abtragen, dann ist das meiner Meinung nach praktischer. Und man kriegt schlicht und ergreifend die längeren Späne sozusagen abgeschnitten. Tolles Detail, wirklich schön. Ich kenne kein anderes, also die Switzer-Messer haben das auch nicht. Die sind auch ein normaler Flachschiff. Ja, die sind auch gut, keine Frage. Mindestens gut bis sehr gut. Verarbeitung tipptopp, Design ist Geschmackssache, aber finde ich sehr schön. Sie sind halt feststehend, ist ein Pluspunkt, denn dass das Messer feststehend ist, darauf haben die Naturensöhne wohl keinen Wert gelegt. Das ist eine ganz normale Federklinge, wie auch bei fast allen Victorinox, die du auf und zu machen kannst, ohne Sicherung. Und das finde ich ein bisschen schade. Eine Sicherung hätte ich noch schön gefunden. Das wäre sicherlich noch drin gewesen. Ja. Ansonsten ganz feine Klinge, ganz, ganz feine Klinge. Sandvik-Stahl, ich persönlich mag ihn sehr. Finde ich gut, dass man darauf geachtet hat. Ist übrigens nur das Messer, was aus Sandvik-Stahl zu sein scheint. Bei den anderen Tools steht es nicht extra drauf. Wäre ja auch Quatsch. Ist nicht notwendig, diese Zange hier aus Sandvik-Stahl zu machen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was ich exakt mit der Zange tun soll. So die ersten Sachen, die mir eingefallen sind. Pflanzen, die ich nicht anfassen möchte, mit der Zange anfassen. Da gäbe es ein paar Vertreter. Je mehr man über Pflanzen lernt, desto mehr weiß man, dass man bestimmte nicht unbedingt anfassen möchte. Klar kann man da auch Handschuhe nehmen, aber die habe ich nicht immer dabei. Ein Taschenmesser tatsächlich schon, zumindest wenn ich im Wald gehe. Und wenn ich dieses hier dabei habe, dann kann ich mir auch mal was aus dem Weg zangen. Tatsächlich können das einzelne Brombeerranken sein. Ne? Hast du jetzt ein großes Messer, keine Ahnung, so ein Haumesser oder sowas in die Richtung und versuchst die Brombeerranke, die gerade vor dir im Weg hängt, kaputt zu hauen, ist die Chance, dass du sie dabei ins Gesicht bekommst, erstaunlich hoch, erfahrungswert. Also es macht keinen wirklichen Sinn, die machetenmäßig aus dem Weg hauen zu wollen. Ich sage, man hat wirklich eine Machete, dann kann man darüber nachdenken. Wenn man ein bisschen geschützte Kleidung trägt, okay, aber wenn es jetzt Sommer ist, du bist kurzärmlich, kurzhösig unterwegs, allerschlimmstenfalls bei allerheißestem Sommer, sogar noch oben ohne irgendwie für uns Männer vielleicht theoretisch möglich. Ja? Und dann willst du dir den Weg frei machen und hackst da wie blöde auf irgendwelchen Ranken rum. Das ist meistens kontraproduktiv oder geht halt mit ein paar Kratzern einher. Kann man sich sehr männlich fühlen, aber hat halt ein paar Kratzer. Muss man sich überlegen, ob es einem das wert ist. Und auf dem Wege kannst du halt eine Brombeerranke greifen, zur Seite ziehen, vorbeilaufen, wieder loslassen, weitergehen. Also das wäre wirklich echt allen Ernstes, so dämlich das klingt, ist das eine Anwendung, die ich durchaus ganz interessant finde. Heißen Topf vom Feuer nehmen, je nach Modell des Topfs.
ist das auch eine Anwendung, die ich durchaus sehr, sehr, sehr interessant finde. Und klar, man kann auch mal irgendwas Schraubenmäßiges anschrauben, man kann einen Draht damit sich ein bisschen zurechtziehen. Hat keinen Draht, doch hat einen Draht. Hat keinen, ich weiß es nicht, ob das jetzt ein Drahtschneider sein soll da unten dran oder nicht. Die Levermans, das ist ja eine der Funktionen, die ich eigentlich, wo ich denke, dass ich die vielleicht mal brauchen könnte, aber dann doch nicht brauche, weil die Zombies noch nicht gekommen sind. Die haben hier unten ja einen Drahtschneider dran, also hier ganz unten in der Zange. Wenn man hier den Finger reinlegen würde und zudrücken, macht's aua. Und damit kann man einen durchschnittlichen Maschendrahtzaun, zumindest beim halbwegs großen Leatherman, wahrscheinlich so weit kaputt kriegen, dass man durchs Loch passt. Und das wäre vielleicht für irgendwelche Urban Survival Systeme, Szenarien, natürlich jetzt nicht im Normalzustand, weil dann hast du jemanden das Zaun kaputt und das gehört sich natürlich nicht. Aber ja, keine Ahnung, wenn die Zombies hinter dir her sind oder so ein Quatsch, dann, was heißt Quatsch, das ist natürlich hochgradig realistisch. Dann ist das natürlich spannend und das haben wir hier an der Zange nicht. Würde auch wahrscheinlich keinen Sinn machen, weil das einfach einklappbare kleine Zange, glaube ich auch nicht, dass die notwendige Power hätte, einen Drahtschneider vernünftig zu bedienen. Daher, ja, alles gut. So, und ein letztes Sägen. Hier habe ich eine Tischkante und hier habe ich meinen Stock. Ich möchte jetzt einfach bei ein paar Messern nochmal testen, wie viel Mal muss ich denn hin und her sägen, um hier ein Stück abzusägen. Wir fangen mit dem Naturensöhne-Messer an. Ja, ist natürlich scheiße, da fällt ihr selbstverständlich runter, wenn ich hier jetzt ordentlich wackel. Und alles andere auch. Okay, ich muss woanders sägen. Kommando zurück. So, ich habe mir Folgendes überlegt. Ich säge jetzt einfach mal hier an der Bank, die ist vom Tisch abgekoppelt. Mache jeweils 10 Säger hin und vor und zurück, jeweils 2. Ne? Und guck mal, wie weit wir reingesägt haben in unseren Ast. Jeweils über die komplette Länge der Säge am jeweiligen Messer. Erster Versuch zählt noch nicht. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ja, das ist etwa 5 mm, also hier diese Kerbe. Wir versuchen das gleiche mal mit zum Beispiel dem Huntsman. Das hat ja auch eine Säge, die benutze ich eher selten, weil ich habe meistens eine bessere Säge dabei. Identisch, ja, das nimmt sich nicht viel, die sind auch ungefähr gleich lang, ähnliche Verarbeitungsqualität, ähnlich scharf offensichtlich. Switzer, zack. Ja, das ist ein Millimeter weniger, ja, das werdet ihr wohl eher nicht erkennen, aber da würde ich behaupten, wobei, ja, vielleicht auch ein Ticken tiefer. Vielleicht auch ein Ticken tiefer, kommt auf den Winkel an, auf den man es betrachtet. Ziemlich identisch. Ziemlich identisch. Also, ja, quasi kein nennenswerter Unterschied, der nicht mit einem Messfehler zu erklären wäre. So, jetzt haben wir ja noch ein paar Messer mit etwas längeren Sägen. Dazu gehört zum Beispiel das hier. Die ist schon recht gut gebraucht, die Säge. Übrigens auch als Feuerstahlbedienhilfe. Ja, das ist, denke ich, sichtbar deutlich tiefer, circa 2 mm tiefer, beziehungsweise etwas mehr als halb durch den Ast. Ne? Kein Wunder, die ist einfach länger. Da haben wir jetzt mehr Zahnkontakt bei 10 Sägestrichen mit dem Holz, als wir bei einer kürzeren Säge erwarten dürfen. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass die Säge für die Länge vom Messer, zum Beispiel bei einem Naturensöhne-Messer, erstaunlich lang ist. Ja, also da hat Böker wirklich ein schönes Messer gebaut. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Gerrit und Andi daneben dran gesessen sind und gemeint haben, jetzt musst du hier noch schrauben und da noch schrauben und so weiter und so fort. Die werden gesagt haben, was ihre Vorstellungen sind, welche Tools sie da dran haben wollen. Um die genaue Herstellung wird sich dann schon Böker gekümmert haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ne? Ja, was fehlt noch? Nochmal die ganz lange Säge vom Ranger Wood. Die hat jetzt den Haken,
dass ich hier mal einen kleinen Unfall mit Feuer hatte. Man sollte Messer wie Säge nicht allzu heiß machen. Da ist mir aber mein Zunder derart blöd in der Sägezahnung hängen geblieben beim Versuch mittels des Klingenrückens, ja, des Sägerückens, was anzuzünden, dass der Zunder eben eine Weile am Messer hing und da ein bisschen gebrannt hat, weshalb hier ein bisschen zu viel Hitze drauf gekommen ist. Ich kann es jetzt nicht beschwören, ob das wirklich einen Schaden hinterlassen hat an der Säge, aber toll war das jedenfalls nicht und hat mich nicht gerade gefreut. Aber es ist ein Gebrauchsgegenstand, das darf also durchaus mal passieren. Die Säge hier ist jetzt nochmal ungefähr einen Zentimeter länger als die von eben, hat also nochmal etwas mehr Power pro Zug sozusagen. Jo, wie zu erwarten war, da sind wir quasi durch. Zack, ne? Also könnt ihr hier ganz schön sehen, je länger die Säge, desto besser die Säge. Ansonsten kann ich keine qualitativen Unterschiede an den Sägen dieser ganzen Messerchen feststellen. Die sind auch plus minus baugleich. Da ist kaum ein Unterschied festzustellen. Wichtig bei solchen Taschenmessersägen ist halt, dass sie hinten schmaler sind, als sie vorne an den Sägezähnen breit sind. Ja? Einfach so, weil sonst verkanten die sich im Holz und dann ist doof. Man kann im Grunde Dinge durchsägen, die etwa 1 bis 2 Zentimeter dicker sind, als die Sägezahnung lang ist, weil Holz ist ja rund. Ja? Und wenn man mit der Säge so weit reinsägt und selbst wenn das Holz einen größeren Durchmesser hat an der breitesten Stelle, ist die erste Sache, wo man reinsägt, ja nicht die breiteste Stelle. Oh, das ist ja ein Mäuschen. Das ist ja lustig. Aha, herzlich willkommen. Und ja, damit geht das eigentlich ganz gut. Hat mich auch neulich einer gefragt, wozu sollen diese kleinen Minisägen da sein? Wozu willst du was sägen, was du auch brechen kannst? Naja, wenn du ein bisschen was Dickeres durchsägen kannst, als das Ding hier lang ist, dann das kannst du nicht mehr so einfach brechen. Und jedenfalls nicht unbedingt sehr gezielt brechen. Wenn du also eine schöne glatte Schneidfläche haben möchtest, weil du was Präzises gesägt haben willst, mit einer Unterwegssäge, die halt noch ins Taschenmesser passt. Deswegen, ja, ganz einfach. Klar, zu Hause gibt es bessere Sägen, beziehungsweise für unterwegs gibt es auch größere Sägen, mit denen man krasse Sachen sägen kann, aber die passen halt alle nicht mal eben so in die Alltagshosentasche. Ne? So, und ja, so viel zu sämtlichen Schweizer Taschenmessern, die ich besitze und was man mit denen anstellen kann, mit den Funktionen, die drin sind. Was ich jetzt so nicht habe, ist zum Beispiel irgendwas mit Lupe. Ich habe auch keins mit Stift. Das ist ein bisschen schade, das mit Stift wäre eigentlich mal ganz interessant. Steht auch noch auf der irgendwann mal vielleicht eventuell anzuschaffen Liste. Aber ja, die Lupe ist mir völlig egal. Ja, damit kann man theoretisch irgendwie, soll man angeblich Feuer machen können. Feuerstähle gibt es noch für diese Messer. Da gibt es zwei Varianten, die sich inzwischen etabliert haben. Einmal denjenigen, den man hier reinschraubt in den Korkenzieher. Ich habe vergessen, wie der heißt. Ich meine, na, ich weiß es nicht mehr. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Damit habe ich auch schon Feuer gemacht. Gibt sogar einen Videobeitrag, wo mir das gelungen ist. Das hat zwar ein Weilchen gedauert, aber... Ja. Da waren Funken. Da war nochmal ein Funken. Ja, ich hoffe, ihr könnt es euch denken. Das ist super mühsam, aber als Not-Not-Methode, um damit Feuer zu machen, war sogar Winter. Ich bin eigentlich ganz stolz, dass mir das gelungen ist. geht. Was es auch mal gab, ich habe keinen mehr, war ein Firesteel, den man anstatt des Zahnstochers hier in die Zahnstocheröffnung reinstecken kann. Da saß auch mal einer. So, das Dumme ist nur, dass diese Mini-Feuerstähle relativ schnell korrodieren. Das heißt, die rosten dir weg und zerfallen zu Staub. Das heißt, wenn man das Messer hier ausreichend schüttelt oder auf den Boden klopft, dann kommen da immer noch ein paar Krümel von dem Feuerstahl, der da drin einfach weggerostet, weggestaubt ist, sozusagen zum Vorschein. Das Grifflein von dem Feuerstahl habe ich eben noch abgezogen, hatte das Grifflein in der Hand und festgestellt, da ist ja gar nichts mehr drin, außer Staub. Also daher, davon würde ich abraten, als Langzeitalternative, wenn man sie nicht regelmäßig durchtauscht, dass man hier halt dann eben statt dem Zahnstocher
einen sogenannten Firefly. Also stellt euch einfach vor, das hier war ein kleiner Mini, langer Feuerstahl, ungefähr die Größe, Durchmesser, Optik vom Zahnstocher mit dem kleinen Unterschied, dass es halt aus Feuerstahl, Feuermaterial Material besteht. Ja, kann man machen, ist eine witzige Ergänzung. Mich wundert ja eigentlich, dass Victorinox, aber wie gesagt, die machen ja keine Innovationen mehr, außer seltsame Düfte und Rollkoffer und so ein Quatsch. Also für mich Quatsch. Dass die nie selber auf die Idee gekommen sind, einen in Schweizer Taschenmesser reinpackbaren Feuerstahl zu produzieren, ist mir ein Rätsel. Keine Ahnung, was da los ist. Ja, das ist wirklich schade und das ist sowas, was mir auch so ein bisschen, wenn ich an die Zukunft denke, ein wenig die Freude mit Victorinox verdirbt. Die machen einfach zu viele andere blöde Produkte, die mich nicht interessieren. Ja, also finde ich wirklich sehr, 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 sehr schade. Die mögen gut sein, das wird auch Swiss-made und qualitativ hochwertig und was weiß ich, wird das alles sein. Aber ja, es kratzt mich halt hinten und vorne nicht. Ich will lieber schöne Messer und die sollen schöne Messer produzieren, wenn es nach mir geht. Drum, ja, aber ich habe mich ja eben schon diesbezüglich ein wenig rumgenörgelt. So. Also, ihr habt jetzt einen ganz langen Beitrag zu meiner Schweizer Taschenmessersammlung und das, was man meiner Meinung nach dazu wissen muss. Ja, bei den Klingen, die müssen halt vernünftig scharf sein. Wenn sie vernünftig scharf sind, spielt die Länge selbstverständlich schon eine gewisse Rolle, je nachdem, wie man schneiden möchte, was man schneiden möchte. Flache Klinge hat den Vorteil, also im Vergleich zum Beispiel dem einen Ding da mit dem Hohlschliff, dass sie natürlich auch besser geeignet ist, um Butter aus Brot zu schmieren, Nutella, Honig, egal was, sowas in die Richtung halt. Das ist sicherlich ein Vorteil. Ob man eine Arretierung haben möchte oder nicht, ist letzten Endes Geschmackssache, aber im Übrigen nur Messer haben Arretierungen, manchmal auch der Schraubenzieher, hier zum Beispiel. Den kriege ich jetzt so nicht mehr rein. Wofür das gut ist, rätsel ich bis heute. Das hat mir auch noch nie jemand wirklich plausibel erklären können, warum der Schraubenzieher arretiert. Die beste Erklärung war noch, weil das kann. Ja, weil du den Steg, der den Schraubenzieher arretiert, ist derselbe, der die Messerklinge arretiert, so sie dann ausgeklappt ist. Das ist ja nur die Säge. Und es war technisch einfach möglich, beides miteinander zu verbinden, dass auch der Schraubenzieher arretieren kann. Das ist also quasi eine Zusatzfunktion, die du gratis bekommen hast, die du zwar vielleicht nicht gebraucht hast und wahrscheinlich auch nicht vermisst, wenn sie weg wäre, aber wirkt halt nett, dass sie daran gedacht haben, das einzubauen, weil es ging. Das ist so die plausibelste Erklärung, wie gesagt, die ich bisher gehört habe. Aber ja, Arretierung, schon was Feines. Das ist so eine Allround-Größe, finde ich. Tolles Messer, kann man alles mitmachen von der Größe her. Wirklich alles. Also jetzt vielleicht nicht batonieren, wer das unbedingt möchte. Der braucht halt wirklich dann was Feststehendes. Aber oh, für mich persönlich ist das relativ egal. Die Säge ist schon sehr gut. Noch besser ist natürlich die vom Rangerwood. Das ersetzt einem schon ein Stück weit wirklich eine kleine richtige Handsäge. Also sowas wie die Opinel-Säge oder eine Silky-Säge oder meinetwegen diese komische Bakolab-Lander da. Habe ich nicht, aber habe viel Gutes davon gehört. Aber damit kann man schon sehr, sehr, sehr viel machen. Nachteil, wenn du dauernd mit deiner Taschenmessersäge sägst, ist die halt irgendwann stumpf. Die kannst du nicht mehr wirklich schleifen. Wüsste jedenfalls nicht wie. Das Schöne ist bei Victorinox-Messern, theoretisch haben die super, super krassen Service. Da schickst du was ein, dann bauen sie dir das eine Werkzeug aus, bauen dir ein anderes Werkzeug ein, reparieren die das Ding, machen es gegebenenfalls nochmal sauber und so weiter und so fort. Das soll wohl ganz toll sein. Habe ich noch nie in Anspruch genommen. Werde ich aber irgendwann mal tun und dann berichten, wie es gelaufen ist. Das ist wohl also immer noch tatsächlich der Fall, dass das nach wie vor hervorragend ist. Nach dem, was man so hört, wer da noch eigene Erfahrungswerte in die Kommentare schreiben möchte, bitte gerne. Ja, ich bedanke mich fürs Mitmachen bei diesem Ausleben unseres gemeinsamen plus-minus-nutzlosen Hobbys. Ja, sind wir mal ehrlich. Ist es wirklich so nützlich? Ja, ihr werdet jetzt sagen, ja, unbedingt, man kann nie genügend Messer haben. Ist ja auch in Ordnung, dürft ihr gerne sagen. Aber ja, wie gesagt, ich muss hier versuchen, ein halbwegs vernünftiges Image beizubehalten. Ja? Aber mögen tue ich die Teile schon auch, so ist es ja nicht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.